Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie bei der Hitze es hierher geschafft haben. Wie Sie der Anzahl der Stühle hier vorne entnehmen können, haben es nicht alle Referentinnen und Referenten geschafft. Marion von Osten hat sich kurzfristig entschuldigt und aus persönlichen und nicht aufgeklärten Umständen auch Herr Holle hat sich entschuldigt. Wir begrüßen also ganz herzlich Annemarie Jäggi, die Direktorin des Bauhausarchives Berlin, und Philipp Oswald zu unserem gemeinsamen Gespräch. Sie erlauben mir, dass ich mich hinsetzen kann. Es ist die letzte Veranstaltung dieser Reihe Bauhaus Lecture, die sich eines doch sehr erfreulichen Zuspruchs erfreut hat. Wir hatten Ihnen Vorträge geboten, es schlossen sich Diskussionen an und heute wollen wir ausschließlich miteinander sprechen. Ich darf noch daran erinnern, dass wir eine Veranstaltung der politischen Bildung sind und dass wir aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, und bei öffentlichen Mitteln ist Anwesenheit nachzuweisen. Wenn Sie Ihren Namen nicht nennen wollen, können Sie auch XY schreiben, aber es müssen bitte die Zeilen gefüllt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Meine Frage in die erweiterte Runde gestern war, sich doch vorzustellen und den jeweiligen Beitrag an dieser großartigen Bauhaus-Jubiläumsanstrengung dieses Jahres darzustellen. Und in gewisser Weise muss nun Frau Jäggi leider oder kann möglicherweise oder sollte, oder ich würde Sie bitten, doch auch die Perspektive des Bauhausverbundes und der anderen Kollegen vielleicht mit einzunehmen. Frau Jäggi leitet ja das Bauhausarchiv, die Institution, die die größte Bauhaussammlung verfügt, auf die Sammlung von Gropius zurückgeht, in einem Gebäude sitzt, das für die Darmstadter Rosenhöhe von Walter Gropius geplant war, dann aber an kommunalpolitischen Querelen nicht zustande kam. Und schon damals galt es, pfiffige Finanzierungsideen zu finden. Und die Berlin-Politik vermochte damals, wir sprechen von Mitte der 70er Jahre, Aussicht auf Finanzierung. Also wurde dieses Gebäude 1979 adaptiert, am Landwehrkanal errichtet. Und jetzt haben wir heute erlebt, dass der Spatenstich zum Erweiterungsbau stattgefunden hat. Und insofern sind Sie ganz unmittelbar mit dem Jubiläum, mit der Institution in diesem großen Jubiläum und diesem Fest, diesem Jubelfeier verbunden. Mich würde interessieren, Frau Jäggi, wie Sie Ihre Institution und auch die anderen des Bauhausverbundes in diesem Jubiläum sehen. Was wir noch erwarten dürfen, wir haben ja schon die Museumseröffnung in Weimar begehen können. Heute ein Spatenstich in Berlin deutet an, dass es alles etwas länger dauert. Das können Sie auch gerne alles darstellen, warum das so ist. Das hat ja keine Planungsprobleme à la Flughafen Schönefeld zum Hintergrund, sondern andere. Und insofern erstmal herzlich willkommen und bitte führen Sie doch ein, das Bauhausarchiv und Bauhaus 100. Vielen Dank für die netten Einführungsworte. Wo anfangen bei dieser großen, komplexen Situation, die Sie ansprechen? Vielleicht das Bauhausarchiv im Jubiläumsjahr. Wir sind ja in der Situation, dass wir in diesem großen Jubiläumsjahr heimatlos sind. Wir sind nicht in unserem Gebäude. Wir haben im Februar die Ausstellung beendet, die bis dahin noch gezeigt wurde, haben das Haus leergeräumt und dann das frei geschälte Haus, was wir ja stark im Inneren verbarrikadiert hatten, weil es sich für heutige Ansprüche an ein Museum nicht eignet, will heißen, viel zu viel Tageslicht hereinströmte. Wir haben also diese Verbarrikadierungen wieder weggemacht. Wir haben das Haus für, ich glaube, 6 Wochen in seiner wirklichen Schönheit gezeigt, wie man es schon lange nicht mehr gesehen hat und wie wir es wieder haben und präsentieren wollen, wenn wir zurückziehen werden ins Haus. Wir sind ausgezogen. Wir befinden uns im Schiller-Theater, was jetzt offensichtlich zum großen Ort wird, an den heimatlos gewordene Berliner Kulturinstitutionen vorübergehend einziehen.
So wie es ausschaut, wenn wir uns den Bauablaufplan für den Erweiterungsbau und die Sanierung des Bestandsgebäudes anschauen, werden wir in 2022 wieder eröffnen, wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres oder in der zweiten Jahreshälfte. Aber man weiß nie, was beim Bauen passiert. Da steckt niemand drin, was möglicherweise noch in der Erde zum Vorschein kommt. Da kann noch viel passieren. Ich will jetzt nicht böse Gespenster an die Wand malen, aber Pläne werden erstellt und wir wissen auch, wie wackelig die manchmal sein können. Also die Situation ausgerechnet im Jubiläum ist die, dass wir nicht da sind, aber natürlich haben wir eine kleine Dependance aufgemacht, das sogenannte Temporary Bauhausarchiv in der Knesebeck-Ecke Hardenbergstraße. Viele von Ihnen werden die Buchhandlung Kiepert vielleicht noch kennen. In Teilen dieser Räume sind wir jetzt. Das ist natürlich kein musealer Ersatz, aber wir versuchen dort mit kleineren Veranstaltungen uns in die Diskussion einzubringen und nach wie vor wahrgenommen zu werden. Wir werden eine große Ausstellung zum Jubiläum beisteuern. Sie hat den Namen Original Bauhaus und diese wird ab Anfang September in der Berlinischen Galerie zu sehen sein. Also das ist zumindest das, was ich zu unserem momentanen Zustand berichten kann. Wir sind ja noch so in der Vorstellungs- und Annäherungsrunde. Über die starke Akzentuierung des Baus von Museen und der Musealisierung des Bauhauses und über die Fragen der Inhalte, die bei diesem Jubiläum verhandelt werden, kommen wir vielleicht noch in einer zweiten Runde. Zunächst mal würde ich dich bitten, Philipp, doch deine Beiträge mal aufzulisten. Die sind eine lange Liste. Und was deine Bezüge zum Bauhausjubiläum sind. Dazu muss man sagen, dass du Professor für Architektur, Theorie und Entwerfen an der Universität Kassel bist. Richtig? Ja, danke für die Einladung und auch für die Einführung. Ich war ja für 5 Jahre in Dessau tätig und als ich dann das zu Ende ging, habe ich mich dann so in diese Themen reingefunden, dass ich doch irgendwie weitermachen wollte. Und das hatte auch zum Teil, ergab sich auch einfach aus dem, was ich vorher gemacht hatte. Das eine, es gab halt so ein Netzwerk von Kollegen, woraus dann diese Gruppe Projekt Bauhaus entstanden ist. Und zum anderen gab es auch Dinge, auch, also einfach Kontakte aus in Dessau, die dann weitergingen. Und an sich kann man das vielleicht so, gibt sozusagen im Wesentlichen zwei Stränge. Das eine ist halt so eine intensivierte Beschäftigung mit Hannes Meyer. Das entstand aus diesem Weltkulturerbeantrag. Der Weltkulturerbeantrag bedarf immer der Zustimmung des Eigentümers. Das war in Dessau die Genossenschaft. Und als wir das damals halt auf den Weg brachten, Pernau einerseits, das war ja auch im Team, und in Dessau die Laubenganghäuser, ich hatte sehr dafür plädiert, die Laubenganghäuser, also Bernau war eigentlich klar, das war mit einem Gesetz und mit den Laubenganghäusern war nicht so klar, dafür hatte ich mich sehr eingesetzt und der Eigentümer wollte eigentlich, dass die sind ja nach wie vor bewohnt, wollte das aus dem Denkmalschutz rausnehmen, Aufzüge, Balkone, Außendämmung und so weiter und ich bin dann halt hingekommen und gesagt, wir wollten gar nicht, dass es ein Welterbe kommt. Und ich habe gesagt, naja, ihr müsst nicht sagen, ihr seid dafür, ihr müsst nur sagen, ihr seid nicht dagegen, das reicht. Und das hat alles immer seine Vor- und Nachteile, ich bemühe mich, das zu unterstützen und so. Also haben die sich ein Herz gefasst, sind natürlich eh in der Stadt so ein bisschen, natürlich auch der Stadt verpflichtet, sind ja jetzt auch nicht keine kommerziellen, also eine Genossenschaft halt, so. Und als ich dann weg war, meldeten die sich und sagten, ja, Herr Oswald, irgendwie, es geht hier nicht voran und Sie haben mir versprochen, uns zu helfen. Wir haben gesehen, Sie machen noch Bauhaus. Und dann habe ich halt einen Forschungsantrag gestellt und wir haben diese Laubenganghäuser beforscht. Das läuft noch und daraus ist dann einiges mehr entstanden. Wir haben dann ein Symposium gemacht über Meyer als Lehrer. Das ist jetzt als Buch erschienen. Dann durch die Zusammenarbeit mit dir ist ja dieses, also von dir initiiert, dann dieses andere Buch über die Meyer-Rezeption entstanden. Es ist noch ein weiteres, ich habe noch vor, sozusagen aus diesem Arbeitszusammenhang dieses von Meyer nie realisierte, aber schon sehr weit gediehene Bauhausalbum noch herauszubringen. Ob das noch dieses Jahr wird oder das nächstes Jahr wird, das weiß ich noch nicht.
Und ich will mit meinen Studierenden ein Design-Bild-Projekt machen in Dessau bei den Laubenganghäusern, weil die sind nur eine Teilrealisierung. Es fehlt, es war eigentlich als Mischbebauung vorgesehen und es war sehr innovativ von Hilbersheimer vorgesehen, eine Flachbebauung mit wachsenden Holzhäusern von 80 Quadratmeter Grundfläche, 85, ein Prototyp dort hinzustellen auf einem städtischen Grundstück, das, wenn alles Gott will, klappt, dann Ende Juli, Anfang August stattfinden wird. Und ich Sie euch herzlich einlade, zum 11. August zur Eröffnung dann dieses Hauses zu kommen nach Dessau. So, das ist die eine Strecke. Die andere Strecke ist halt sozusagen die eher, also ich sage jetzt mal zum Thema Marke Bauhaus, also sozusagen die, das Blick sozusagen eigentlich, der Meier ist jetzt sagen, das so der vernachlässigte, sehr spezielle Verständnis von Bauhaus aus seiner Position heraus, mit der ich doch in vielem sympathisiere. Und das andere, dieses Marke Bauhaus, ist eher sozusagen dieses Gesamtphänomen und das auch, was sich halt nach 33 auch entwickelt hat, aber doch ich der Auffassung gekommen bin, auch was sich ab 1919 entwickelt hat, also sozusagen auch das offizielle Bauhaus. Und wir haben dazu eine Ausstellung gemacht, Bauhaus Documenta, Vision und Marke in der Neuen Galerie in Kassel, wo auch ein Katalog erschienen ist, jetzt am nächsten Wochenende ein Symposium stattfindet. Und ich selber schreibe an einem Buch, was ich also tatsächlich nicht mehr herausgebe, sondern alleine schreibe, soweit ich es schaffe, was im Herbst erscheinen soll, über Marke Bauhaus. So, das ist sozusagen die zweite Strecke, sozusagen so ein bisschen eigentlich so die Gegenerzählung dazu. Und aus diesem Kontext mit Projekt Bauhaus sind verschiedene Aktivitäten entstanden, die ich jetzt nicht schildern will, aber wir machen ja jetzt, wir hatten eine Veranstaltung Ciao Bauhaus in der Volksbühne vor 10 Tagen, 2 Wochen und es gibt ein sogenanntes rettendes Requiem, ursprünglich mal als Beerdigung gedacht in der Volksbühne in, ich glaube jetzt 2 Wochen. Also Sie haben etwa eine Vorstellung erhalten, wer hier vorne sitzt und ich würde vorschlagen, dass wir im ersten Komplex uns mal diesem Themenkreis der Museen und der Musealisierung des Bauhauses, des Bauhaus zuwenden. Wir haben ja zu konstatieren, dass die größte Verausgabung von Mitteln ganz eindeutig der Bau von 3 Bauhausmuseen ist in Weimar, Dessau und Berlin. Und mich würde zunächst mal an die Insiderin die Frage richten wollen, gab es da eigentlich irgendwelche inhaltlichen Abstimmungen? Was da, also gibt es sozusagen konzeptuell Rahmenabsprachen, wer was in seinem Museum behandelt? Schildern Sie doch nochmal die Voraussetzung, dass es doch diese enorme von Bund und Land getragene Initiative gibt, 3 solche Häuser zu errichten, die ja doch sehr stark auch das Jubiläum prägen. Also zuerst einmal sind die Planungen für 3 neue Museen nicht unmittelbar an das Jubiläum gekoppelt, sind aber durch das Jubiläum sehr stark beflügelt worden. Also vor allem Weimar hat ja vor etlichen Jahren, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich glaube 12 war der Wettbewerb, wenn ich mich richtig erinnere, der Architekturwettbewerb. Ja, also das geht schon in Zeiten zurück, bevor an das Jubiläum 2019 überhaupt gedacht oder geplant wurde. Das ist sehr stark aus der Landesregierung gefördert, auch hervorgekommen, auch durch einzelne Bundestagsabgeordnete aus Thüringen. Das ist sozusagen der Weg Weimars. Dessau hat Philipp Oswald ja sehr stark betrieben zu seiner Zeit, dass es endlich ein als Museum bespielbares Gebäude gibt, da das historische Bauhausgebäude ja nun einfach nicht als Museum konzipiert ist und vor allem den heutigen üblichen Standards und Auflagen nicht gerecht wird. Und für mein Haus kann ich nur sagen, als es 1979 in Berlin eröffnet wurde, das kann man in den Presseberichten von damals nachlesen, war es bereits zu klein und bereits damals wurde die Erweiterung eingefordert, was natürlich illusionär war. Sie wissen es genauso gut wie ich. Als ich ans Bauhausarchiv berufen wurde vor 16 Jahren, wurde ich mit einer Senatsvorlage am ersten Arbeitstag beglückt, in der drin stand, dass ich den Erweiterungsbau voranbringen soll, und zwar zuerst einmal in der Form eines PPP-Modells. Das sind alles Bestrebungen aus den 3 Orten, die individuell
individuell gelaufen sind. Natürlich sprechen wir miteinander darüber, aber die man aus seinem Standpunkt und mit seinem Bundesland und mit seinen Förderern voranbringen musste. Und durch das Jubiläum haben alle drei ganz maßgeblich eine Akzelerierung erfahren. Ich bin überzeugt davon, dass das Bauhausarchiv seine Erweiterung nicht hätte und dass wir heute nicht so weit wären, wenn nicht dieses Jubiläum gekommen wäre. Da sind die Politiker aufgewacht. Was Jubiläen alles zu Wege bringen. Eine 14 Jahre existierende Kunstschule an drei Orten, durch die Nazis geschlossen, viele Bauhäuslerinnen und Bauhäusler vertrieben. Rechtfertigt das die historische Bedeutung? Ich meine, es ist doch irgendwie, keine andere deutsche Kunstschule hätte sozusagen, hatte die Chance, an drei Orten zu existieren. Es gab auch keine deutsch-deutsche Konkurrenz um eine Kunstschule, denn man darf auch nicht vergessen, dass 1976 das Bauhausgebäude in Dessau renoviert wurde und 1979 dann das Bauhausarchiv entstand, sowie das Bauhaus Teil der Konfrontation und der Konkurrenz von Deutschland Ost und Deutschland West war, so war es auch Teil und Medium der Verständigung, als in den späten 80er Jahren die Verhältnisse sich lockerten, war auch der Austausch von Bauhaus-Projekten Teil des deutsch-deutschen Kulturaustausches. Also ist das nicht eine Überproduktion an Infrastruktur? Wir sind natürlich alle der Meinung, dass es das nicht ist, aber ich will nur mal die provokante Frage stellen, ob diese enorme Aufwendung für die Musealisierung, wir werden ja es wirklich rechtfertigt, wir kommen gleich noch zu der Forschung und zu der projektbezogenen Arbeit dazu, dass das Bauhausarchiv in Berlin mit, ich habe gehört, mehr als 1 Million Objekten in der Sammlung, so wird es jedenfalls in irgendeiner nächsten erscheinenden Hauszeitung erscheinen, auf die ich noch zu sprechen komme, da sind sozusagen die mehreren 10.000 Objekte, die in Weimar existieren. Also es ist ein dermaßen großes Größenunterschied in den Sammlungsbeständen. Gleichzeitig gibt es natürlich sozusagen den Mythos des Ursprungsortes. Man kann eigentlich aber auch an dem bereits fertigen Museum in Weimar sehen, wie wenig eigentlich da geboten wird. Man fragt sich, ob es so wenig gibt oder ob das an der Art der Präsentation liegt. Das wollen wir heute vielleicht nicht machen. Aber also ich stelle mal provokant die Frage, dass die Institution aus ihrer Eigenlogik heraus eine gute Arbeitsbedingung für Sammlungen und Museen sich erkämpfen, ist doch völlig verständlich und dass es gelungen ist. Sie hat mir sogar vorhin berichtet, dass die Kulturstaatsministerin die freudige Mitteilung gemacht hat, dass der Bund jetzt ebenfalls in die Förderung des Bauhausarchivs Berlin einsteigen will, nicht nur in Dessau und in Weimar, damit also auch hier Parität hergestellt. Man könnte es ja bundeskulturpolitisch sagen, okay, die immer noch anhaltende, jetzt gedämpfte Konkurrenz der drei Standorte wird unter Moderation einer selbstbewusster werdenden Bundeskulturpolitik moderiert und zusammengeführt. Es ist keine System- und keine staatliche Konkurrenz mehr, auch nicht unbedingt aber es wird mit viel Geld sozusagen zusammengeführt, was zusammengehört. Aber ist das gewissermaßen an dem Phänomen Bauhaus, an dem Potenzial, ist diese starke Fixierung auf die Musealisierung, erschreckt Sie das nicht auch mitunter als Leiterin des Archives? Nein, das erschreckt mich nicht. Vielleicht kann man zu unserer Vorgeschichte am Bauhausarchiv auch sagen, dass wir ja Bauhausarchiv heißen und nicht Bauhausmuseum. Und das war eine beabsichtigte Benennung durch Hans-Maria Wingler, als er das Bauhausarchiv 1960 als gemeinnützigen Verein gegründet hat. Das Ganze ist also enorm klein angefangen mit einer einzigen Person und einer halben Sekretärin und hat sich im Laufe der Zeit hochgearbeitet, muss man vielleicht sagen, die Sammlung beständig erweitert, auch zu einem Zeitpunkt angefangen zu sammeln, als das noch nicht so sehr viele andere getan haben. Das ist sicher der Vorteil, den das Bauhausarchiv in Westdeutschland erlebt hat, aber auch durch eine kluge Sammlungspolitik, die weiß Gott nicht nur das Bauhaus alleine unter die Lupe nimmt, sondern die verschiedensten anderen Reformschulen, die parallel zum Bauhaus existierten. Auch das gehört zu unserer Sammlung. Auch ein bisschen Ulm
haben wir gesammelt. Also das war schon immer breiter angelegt und Hans-Maria Wingler hat im Grunde genommen bei Arts and Crafts und bei Morris ausgeholt und hat Riemer Schmidt und Van de Velde noch mit ins Gepäck genommen. Das ist zum Beispiel etwas, was wir nicht mehr weiter ausbauen. Da haben wir einige wenige Bestände, schöne Dinge. Er versuchte das sozusagen in eine kunsthistorische Erzählung seit dem 19. Jahrhundert einzubetten, wogegen ja auch überhaupt nichts einzuwenden ist. 1 Million Objekte, wir haben noch nie unsere Sammlung gezählt. Wenn wir anfangen würden, die Sammlung zu zählen, wären wir monatelang beschäftigt. Natürlich digitalisieren wir und pflegen das in die Datenbank ein. Ich kann sagen, wie viel in der Datenbank aufgenommen ist. Wir kennen einzelne Bereiche. Die Fotografie hatte ungefähr 75.000 oder 80.000 Vintage Prints. So Dinge kann ich sagen, aber 1 Million mag stimmen, mag nicht stimmen. Wenn Sie jedes einzelne Blatt im Archiv zählen, vielleicht ja. Ich glaube, das ist auch jetzt überhaupt nicht nötig, dass man mit solchen Zahlen operiert. Diese Institution ist gewachsen. Sie hat sich bewusst Archiv genannt und an dem Namen halte ich fest. Ich habe da mit meinem Vorstand regelmäßig immer wieder zu kämpfen, die gerne möchten, dass dieses verstaubte Archiv aus unserem Namen verschwindet. Ich finde, das ist genau unsere Stärke und nicht unsere Schwäche. Und diese Stärke wollen wir auch ausbauen, wenn es jetzt darum geht, den Erweiterungsbau und den sanierten Bestandsbau wieder zu eröffnen. Warum Archiv? Soweit ich die Geschichte kenne, ich war damals nicht dabei, war es so, dass die vielen ja noch lebenden Bauhäusler, sowohl Lehrer, vor allem aber Schüler, ein gerütteltes Maß an Schwierigkeit hatten, musealisiert zu werden, also sozusagen aufs Podest gehoben zu werden, das zum einen, und zum anderen wollten sie nicht in die Geschichte verabschiedet werden. Also das war ein Identifikationsproblem, das hatte auch damit zu tun, dass man fest glaubte, dass das Bauhaus nach wie vor wichtig und richtig und maßstabsetzend sei, also dieser Gedanke, der ja stark mit dem Bauhaus, auch mit dem Selbstverständnis des Bauhauses offenbar einhergeht. Und deswegen hat man sich auf Archiv geeinigt. Das sollte eine Sammlung sein, die jedem, jeder, die Interesse am Thema hat, ein Forum bietet, um dort Recherchen betreiben zu können. Und interessanterweise war die Sammlung nur als eine Belegsammlung angedacht. Das sollte also ein bisschen von allem sein. Da wurde zuerst einmal überhaupt nicht auf Vollständigkeit oder Größe gesammelt. Das hat sich dann ergeben im Laufe der Zeit. Okay, Sie haben diplomatisch sehr gut sich auf das Bauhausarchiv konzentriert. Ja. Meine Frage an den Forscher, wie der Blick auf diese sich herausbildenden beiden anderen Museen sich darstellt, dieser starke Hang zur Musealisierung. Ganz elementar kann man ja wahrscheinlich sagen, ist natürlich außerordentlich schwierig auch für uns gewesen, dass eigentlich in dem Moment, wo die Forschung sich intensivieren musste, zumal für Externe, man an nichts mehr rankam, weil alles zu ist, wegen der Baumaßnahmen. Insofern sind die wesentlichen Erkenntnisse nicht von den Institutionen geliefert worden, aber jetzt zunächst mal nochmal zum Thema der Musealisierung des Bauhauses als Teil von Kultur- und Gedächtnispolitik in dieser Republik. Ja, ich meine, es ist ein schwieriges Thema und ich bin ja jetzt auch nicht so ganz unbefangen. Ich habe ja Rollen gewechselt. Ich war sagen 5 Jahre in einer vergleichbaren Rolle, dann bin ich da rausgekommen und rausgegangen worden. Also sozusagen, und ich sehe das natürlich, verhalte mich dazu heute anders, als ich das früher getan habe. Früher war das Selbstverständnis, oder das ist nach wie vor zwischen den Häusern, dass man respektiert die Selbstbestimmung der Häuser und ihr Wunsch sozusagen, das zu entwickeln. Und ich habe auch, als ich schon sozusagen quasi abserviert war und ich traf diesen Hamburger CDU-Bauhaus, Haushälter aus dem Bundestag, wie heißt der nochmal? Nein, der CDU-Bundeshaushälter aus Hamburg, Kruse, der hat mich gefragt, Herr Oswald, braucht es 3 Bauhausmuseen? Ich habe ganz brav gesagt, ja, obwohl ich eigentlich das nicht der Auffassung war, aber ich war einfach selbstverständlich in dieser Respekt der Häuser untereinander, dass man das nicht in Frage stellt. Heute kann ich darüber anders reden, die Würfel sind gefallen, die Entscheidungen sind gefallen. Ich sehe das kritisch. Und
da kann man Verschiedenes kritisch sehen. Du hast es ja auch schon angesprochen. Das eine ist jetzt sagen, braucht es 3 Museen zum Bauhaus in Deutschland? Es ist ja relativ banal zu sagen, es braucht es offenkundig nicht. Also ich meine, wir haben ja auch nicht irgendwie 3 Dada-Museen und 3, ich weiß nicht was, Museen. Also 3 Goethe-Museen. Ja, also wir haben 3 Goethe-Museen sicherlich. Ja. Also sagen, ja, aber das ist Frankfurt, Weimar und Düsseldorf. Düsseldorf, okay. Aber das, die Düsseldorfer hätten sich vielleicht auch verkneifen können. Aber ja, nein, man muss doch einfach mal sehen. Ich meine, das ist ja auch etwas, ich meine, so eine Institutionsgründung, das ist ja eigentlich dann auch eine Verpflichtung auf Jahrzehnte, gar Jahrhunderte. Ich würde fast sagen, man müsste eigentlich mit jeder Kulturinstitution, die man eröffnet, sagen, welche man schließen will. Weil man kann ja auch nicht sozusagen jetzt immer mehr Institutionen gründen, die immer prekärer finanziert sind. Also wir haben ja schon auch das Problem, dass diese Grundfinanzierung immer geringer wird. Damit hatten alle Häuser zu kämpfen. Die werden auch in Zukunft zu kämpfen haben. Ja. Wir haben, wenn man inflationsbereinigt, einen stets sinkenden Haushalt gehabt. Ich denke, Frau Jäger ging das auch nicht anders. Das gab jetzt sozusagen den Luxus der letzten Jahre, aber der ist dann auch vorbei. Dann sehen die Sachen wieder anders aus. Und man muss auch sagen, natürlich gibt es nur einen gewissen Anteil, der Gesellschaft vielleicht auch für kulturelle Mittel abbringbar ist. Und wenn man immer mehr Institutionen kriegt, dann läuft es irgendwo gegen die Wand. Und ich meine, wir haben irgendwie so eine Museumsbegeisterung. Wir haben ja jetzt in Deutschland auch 2 Zukunftsmuseen. Es gibt eins am Bahnhof, am Hauptbahnhof. Es gibt eins in Nürnberg, glaube ich. Ja? Also sozusagen für jeden Sachverhalt werden zurzeit Museen gegründet. Und das ist schon die Frage, was soll das? Man hat natürlich, ist Museum eine Bildungsinstitution, ist es auch ein Ort, wo Sachen kanonisiert werden, wo eine Tradition gepflegt wird, das ist ja alles sinnvoll. Das ist ja gar nicht zu sagen, es geht ja nicht darum, grundsätzlich gegen Museen zu sein, sondern die Frage, in welchem Ausmaß und auch in welchem Verhältnis zu anderen Dingen. Das ist irgendwie sozusagen erstmal meine Skepsis. Ich sage, nein, ich glaube nicht, dass es bräuchte 3 Bauhausmuseen. Jetzt könnte man sagen, okay, dann hattest du gefragt nach der Abgrenzung. Also ich glaube, es gab historisch die Frage 1990, sortiert man dieses Bauhauserbe anders? Ja, also es gab die deutsche Teilung, es gab den Mauerfall, es gab aus der deutschen Teilung die Geschichte des Bauhausarchivs West, erst Darmstadt, dann Berlin-West. Es tauchte ganz kurz, also sozusagen zum einen war, es gab in Weimar noch keine richtige Institution, in Dessau gab es eine Institution, deren Existenz war gefährdet in dem Moment, ob es wirklich gefährdet war, sei mal dahingestellt, aber sie war, also sozusagen, es war so eine prekäre Situation für ein Jahr, dann hat sich das stabilisiert. Und es tauchte auch die Frage auf, naja, also wie ist denn zum Beispiel vorstellbar, dass das Bauhausarchiv nach Dessau geht? Diese Frage wurde aufgeworfen, auch im Verein, Hahn hat das sofort abgelehnt, das war dann auch keine große Diskussion. Ich finde es durchaus eine Frage, es wäre lohnend, die mal damals, das war vor Frau Jäges Zeit, sowieso vor meiner Zeit, wäre so lohnend gewesen, die vernünftig zu diskutieren. So einen Mut hat die Kulturpolitik nicht. Die hat den nicht. Es gibt gar nicht diesen Gestaltungswillen. Man kann sich auch fragen, ob das produktiv wäre. Also sagen in so einem zentralisierten Sinne, eine zentralisierte Kulturpolitik hätte in dem Sinne Vorteil, dass man sowas besser arrangieren kann, aber hat natürlich auch sehr viele Nachteile. Insofern bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, ob ich dafür plädieren soll, aber die Diskussion wurde nicht ernsthaft geführt. Und ich würde sagen, damit wurde eine historische Chance vertan, weil ich das nicht so zwingend finde. Das andere ist sozusagen in dieser Abstimmung jetzt zwischen Dessau und Weimar, habe ich mir so ein, was heißt blutige Finger, wird zu viel geholt. Also es gab, als sich diese Weimarer Geschichte entwickelte, war dann schon so der Punkt, dass diese Sammlung Ludewig gekauft wurde, die Sammlung Ludewig hier aus Berlin von einem privaten Sammler. Die hatte vieles, die hatte wenig Weimarer Bauhaus, die hatte relativ viel Dessauer Bauhaus, die hatte Wiener Werkstätten und so weiter. Und Herr Seemann trat erstmal an mich so heran, wollen wir es zusammen kaufen? Ich dachte, gut, wir können es diskutieren, wir brauchen es eigentlich nicht so wirklich, weil die Sachen, die da drin sind, die haben wir schon. Und ich habe dann bei uns im Stiftungsrat auch gesagt, lieber Bund, ist es wirklich sinnvoll, dass man das macht? Es gab sogar eine kurze Kontroverse in der Presse zwischen Herrn Seemann und mir, wo ich gesagt habe, wir sollten vielleicht mal eine Verabredung treffen, was macht Weimar und was macht Dessau. Das war damals nicht gewollt, also die Weimarer wollten das nicht, der Stiftungsrat wollte das weder in Dessau noch in Weimar und es lief seiner Dinge und so ist es dann auch heute, dass man halt in Weimar dann so halbwegs die ganze Bauhausgeschichte erzählt und dann irgendwie oben im obersten Stock dann irgendwie die Villa Tugend hat großartige Möbel, wo ich sagen muss, muss ich das in Weimar zeigen? Und warum sind andere Sachen, die doch für Weimar sehr wichtig sind, nicht erzählt? Das finde ich schwierig. Also wenn man schon 3 Museen baut, könnte man sagen, okay, dann macht man doch wirklich spezifische Orte. Das ist wenigstens zwischen Weimar und Dessau, wäre das kein Problem. Welche Rolle dann Berlin hat, wäre eine andere Frage.
ich kann sagen, also wenn ich jetzt, ich kann ja jetzt irgendwie hier frei denken, ich bin nicht mehr gebunden, ich kann, bin eh schon in genügend Fettnäpfchen in den letzten Jahren getreten, was diese Thematiken betrifft. Ich könnte sagen, man hätte, also in meiner wildesten Fantasie, ja, hätte man sagen können, eigentlich wäre Berlin ein guter Ort gewesen, die Gegenwartsfrage zu diskutieren, weil das wirklich schwierig ist in Dessau, in einem Kontext, der für diese Fragen, die da relevant sind, wenig Sinn hat. Das war immer sozusagen, also es hieß ja dann, als ich da rausflog, hieß es dann in der Zeit, ja, man sagt in Magdeburg, Herr Oswald kommt von einem anderen Stern. Ich kann ja natürlich sagen, natürlich komme ich von einem anderen Stern, ich komme nicht aus dem, der aus dem Magdeburger Politikbetrieb, und das kann ich auch nicht sein, wenn ich solcher einer Stiftung vorstehe, die sozusagen sich um diese Bauhausfrage kümmern soll. Dafür war aber das Verständnis begrenzt. So. Und insofern ist, glaube ich, und es gibt auch andere Gründe, könnte man sagen, wunderbar, das Bauhausarchiv, Doc hätte ein Labor sein können für Gegenwartsfragen. Das ist im Stiftungsauftrag der Dessauer, aber auch nicht wirklich erfüllt. Also insofern wäre vielleicht so eine Recherche interessant gewesen. Das ist alles Geschichte, ja, es ist, und es ist auch viele Entscheidungen vor auf Frau Jigis und Herrn Seemanns und sonst was Zeiten gefallen worden. Aber natürlich muss man sagen, es ist natürlich ein bisschen absurd, dass man sagt, die Hälfte des Jubiläumsgeldes, ich denke mal, insgesamt sind 200 Millionen vielleicht geflossen, würde ich mal so schätzen, die Hälfte sind für die Bauten geflossen. Und es gibt keinen ernstzunehmenden Versuch, auch mal irgendwie ein Bildungsexperiment. Es gibt natürlich diese kleinen Projekte, mal hier eine Sommerschule und da irgend sowas. Aber zu sagen, okay, man macht mal da irgendwie einen ernsthafteren Versuch, gibt es nicht. Und die Ulmer fliegen auch. Ich meine, man könnte sagen, es gibt ein Bauhausmuseum in Ostdeutschland und es gibt ein Museum für Ulm in Westdeutschland. Wäre sinnvoll, das ist aber gar nicht diskutabel. Sie haben einen ganz guten Einblick bekommen über die Befindlichkeiten interner und Erfahrungen. Ich glaube, wir müssen das jetzt gar nicht unbedingt weiterführen. Ich kann nur berichten, ganz begeistert. Wir haben uns letztens begegnet, sind uns letztens begegnet im Herbst in Zürich im Kunstgewerbemuseum in einer wunderbaren Tagung, die Schweizer Moderne und das Bauhaus. Und da kam natürlich niemand auf die Idee, das Bauhaus für die Moderne überhaupt zu halten. Und die Schweizer konnten ganz selbstbewusst darüber reden, was die Schweiz für einen Anteil am Bauhaus hat und was das Bauhaus unter anderen Strömungen der Moderne und Kunstschulen und Instituten wohl geleistet habe und wo die Querverbindungen sind. Und Frau Jeggi ist aufgetreten mit einem Beitrag, der genau das versuchte, was du jetzt programmatisch angeregt hast, nicht sozusagen den Zukunftsgehalt des Bauhaus zu thematisieren. Ich erinnere mich an künstlerische Projekte und Designprojekte, die sich mit Wohnen für das Existenzminimum und mit Möbeln für Hartz-IV-Empfänger und Ähnliches befasst haben. Also möglicherweise ist die Verständigung oder die Möglichkeit da immer noch offen, zumal ja die gebauten Museen, selbst wenn sie die Form von Mausoleen und Sarkophage annehmen, wie in Weimar, möglicherweise sogar noch die Chance haben, gelüftet zu werden. Also dass man da auch mal die Ausstellung auswechselt und nicht jetzt mit der Vorstellung eines vollständig gefüllten Dauerausstellung lebt. Wenn man also das Verhältnis von Dauerausstellung und Sonderausstellung in Weimar ansieht, da wird man doch etwas skeptisch. Das ist jetzt alles überzogen. Es gibt erst ein Museum. Wir werden demnächst am 8. oder 12. September das zweite Museum in Dessau sehen. Und Berlin wartet noch ein bisschen. Ich möchte jetzt einen anderen Punkt anklingen lassen. Und zwar das Verhältnis von Institutionen, ob nun Archiv oder Museum, also Kompetenz an Verwaltung von Objekten, von Dinggeschichte, von Personen- und Werkgeschichte, von Kultur- und Ästhetikgeschichte und den forschenden Institutionen. Also Sie hatten gerade dargestellt, Frau Jeggi, dass Herr Wingler nur anderthalb Kräfte hatte. Wie viele forschende Kräfte haben Sie denn jetzt am Bauhausarchiv? Und die Frage stellt sich natürlich, wie Leute, ich habe ja auch die Position gewechselt, sozusagen, die jetzt irgendwie freiberuflich unterwegs sind oder im Projekt zusammenhängen, arbeiten oder so, wie deren Verhältnis zueinander stehen und wie, abgesehen davon, dass man sich als Kollegen oder wie auch immer schon mal kannte, und man sich immer wieder neu begegnet, aber wie man eventuell auch neue Verbünde, Allianzen schmieden kann, wie sozusagen die Kompetenz, die nationale und internationale Kompetenz zu unserem Gegenstand gestärkt wird. Ist das ein Feld, über das Sie nachdenken oder wo sich neue Perspektiven ergeben können? Selbstverständlich, quasi täglich. Also wir haben zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, die zugleich Kuratoren für die Sammlung und für die Ausstellungen zuständig sind.
Eine ist schon gegangen, aber ist eine Nachfolgerin schon wieder da. Das, wenn man zurückdenkt, hatte das Bauhausarchiv in den 80er und ich glaube auch noch in den 90er Jahren bereits 3 wissenschaftliche Mitarbeiter. Und das ist eines schönen Tages heruntergekürzt worden, als es finanziell nicht mehr so üppig war. Und wir kriegen jetzt zum 1.1. des kommenden Jahres wieder eine dritte. Also wir sind wieder auf dem Stand der frühen 80er Jahre angekommen. Das ist die Realität in den Museen. Und das ist für uns enorm hart, weil das, was tagtäglich anfällt, ist eine echte Herausforderung, das zu bewältigen. Das ist sehr, sehr lebendig, was bei uns an Anfragen eingeht, was wir an täglicher Arbeit im Archiv, in der Sammlung zu verrichten haben, gar nicht davon zu sprechen, dass wir gerade einen Umzug hinter uns gebracht haben. 2 Jahre Vorbereitungszeit. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen jemals ein Museum mit einer Sammlung dieser Größe umgezogen hat. Das ist ein Albtraum, ich kann es nicht anders sagen. Eine Verwaltung, eine Kulturverwaltung, die einem keinen kleinen Finger reicht, um eine Immobilie zu finden, in die man für die kommenden 5 Jahre unterkommen kann. Also wir waren jahrelang unterwegs auf dem Berliner Markt, Immobilienmarkt, um überhaupt eine Bleibe zu finden. Das sind Dinge, womit wir unsere Zeit verbringen. Und im Moment verbringen wir unsere Zeit damit, den Neubau zu planen und auf die Füße zu stellen. Also ein ganz, ganz großes Defizit in dem, was selbstverständlich zu einem Museum dazugehört, nämlich die Forschung voranzutreiben, unsere eigenen Dinge überhaupt genauer nicht nur zu verwalten und zu pflegen, sondern sie überhaupt zu lesen und auszuwerten. Ich muss das leider in dieser Offenheit so sagen. Und an diese Stelle treten dann eventuell mehr Co-Produktionen? Ja, die Koproduktion, da sind wir sehr, sehr aktiv. Das ist etwas, was wir ja seit vielen Jahrzehnten machen, sei es mit Universitäten oder sei es mit anderen Einrichtungen. Auch das bedarf natürlich der Vorarbeit und der Ausarbeitung von Konzepten und das Sich-Treffen und das Voranbringen, Anträge stellen. Wenn man Pech hat, gehen die Anträge nicht durch. Das sind Prozesse, die jeder von der Uni sehr gut kennt. Ich bin ja von der Uni ins Museum gekommen. Ich bin genau den anderen Weg gegangen und kann einfach sagen, dass dieses Feld in den Museen, und da spreche ich nicht nur fürs Bauhausarchiv, das ist einfach komplett unterbelichtet und Museen werden immer mehr und mehr in die Richtung, die ja auch richtig ist, aber nicht nur öffentlichkeitswirksam, niederschwellig zu sein, sehr viel im Bereich kultureller und auch politischer Bildung zu machen, will da nicht falsch verstanden werden. Das ist uns ein großes Anliegen, da machen wir sehr viel, aber das ist eben nicht die einzige und die gesamte Museumsarbeit. Wie stellt sich das von Seiten der Universität dar gegenüber den Institutionen? Also meine, du bist wahrscheinlich jetzt sowieso der falsche Ansprechpartner. Es ist ja immer der Vorwurf, der Oswald hat eine dermaßen Energie angestaut und muss sozusagen den Bruch, den nicht selbst gewählten Bruch so stark überkompensieren, dass man nur dankbar sein kann für den Rauschmiss bei dem Output, der jetzt zustande kommt. Das ist natürlich jetzt bitter und mit doppeltem Boden gesagt. Aber was würdest du dir wünschen, wie sozusagen für das forschende Dasein an Universitäten oder Hochschulen sich die Zusammenarbeit mit den Institutionen anders aufstellen könnte? Sind dafür die Förderinstrumente, denn ihr stellt ja nicht bei den Bauhausinstitutionen Anträge oder sondiert Koproduktion, sondern über die Forschungsförderung und auf anderer Ebene. Also diese direkte Zusammenarbeit gibt es ja nur bedingt, oder? Nö, ich meine, auf der Uni-Seite sieht es vielleicht unkomplizierter aus in einer gewissen Weise, aber ich denke, vielleicht können wir es auch so ein bisschen öffnen. Wir haben eine Reihe von sehr kompetenten Figuren hier im Publikum, auch gerade was die Forschung betrifft, Frau Wilhelm, Frau Baumhoff, Frau Droste. Ich denke mal, also sagen auch natürlich ich finde auch, dass die deutschen, also nicht nur die Kulturinstitutionen, auch die deutschen Universitäten sind unterfinanziert, wenn man das dann mit anderen Situationen vergleicht. Und auch, dass der Lehrbetrieb sozusagen nicht genügend wertgeschätzt wird. Was die Forschung betrifft, ist natürlich dadurch, dass der Druck, Drittmittel einzuwerben, gestiegen ist, die Konkurrenz ist größer geworden und die Zustimmungsquote bei der DFG gesunken, aber man kann ganz klassisch oder bei der Volkswagen Stiftung, wie auch immer, es gibt ja auch diese Förderungen für
Forschung in Museen und so. Es gibt die vom Bund, es gibt die bei der Volkswagen Stiftung, man kann bei der DFG Anträge stellen. Also wenn man sich ein bisschen dahinter klemmt, haben wir ja auch gemacht, haben wir jetzt irgendwie einen DFG-Antrag, jetzt einen Verlängerungsantrag, irgendwann jetzt 9 Stellen. Also man kann da ganz gut, also was das Forschen betrifft, und das kann man meines Erachtens, also weil wir jetzt bei so einer Bauhausforschung ja auch von relativ, vielleicht in der Regel von eher klassischen Forschungen sprechen. Es gibt andere Themen, wo man sehr schwer forschen kann, wenn die sozusagen nicht in die klassischen Forschungsverständnisse fallen. Ja, also zum Beispiel so ein Projekt wie Schrumpfende Städte wäre, was ich ja gemacht hatte vor dem Bauhaus, das wäre völlig zwischen die Stühle gefallen. Und das muss man auch sagen, vielleicht ist es so, wenn man jetzt so die Förderlandschaft anguckt, ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt hier für unsere Diskussion so relevant ist. Nein, es ist sehr seltsam. Im Kulturbetrieb kriegt man Projektgelder für die Kommunikation. Man kriegt Gelder fürs Ausstellen, für die Publikation. Man kriegt eigentlich aus den Kulturgeldern kein Geld fürs Forschen. Und beim Forschen ist genau umgekehrt. Da kriegt man Geld fürs Forschen, man kriegt kein Geld für die Kommunikation. Das ist so eine etwas seltsame Schizophrenie, die dann einige Konsequenzen hat und die weder im einen Fall sinnvoll ist noch im anderen. So, das kann man so ein bisschen so von der grundsätzlichen Rahmenbedingung sagen. Ich wollte es jetzt auch nicht zu fachintern und bürokratisch machen, weil jetzt ein nächster Punkt, aber natürlich, wenn jetzt jemand hier, wir eröffnen das natürlich noch, aber nicht unbedingt drängt jetzt zu dem Punkt, was zu sagen, würde ich nochmal überleiten zu der Frage, wie Sie beide ja mitten in dieser Arbeit am Gegenstand stehend, jetzt nun dieses Jubelfest. Wir wollen ja auch so eine Zwischenbilanz ziehen, wie Sie das einschätzen. Ist das der allgemeinen Präzisierung der Vorstellung über Bauhaus, über die historischen Perioden, die Vielfalt, die Aktualisierungsmöglichkeiten, auch eine gewisse Konzeptualisierung, was den Reformstau in diesem Lande angeht und Ähnliches, dienlich oder nicht? Ich habe den Eindruck, dass das Jubiläum natürlich auf die 100 Jahre abgeht, eigentlich auf eine Aufbruchs- und Gründungszeit 1919 nach der Novemberrevolution und dem Krieg in Weimar, aber im Grunde die ganze Gesellschaft eher auf eine Art von Resonanz auf die Endzeit, auf die sich unsicher gewordene Weimarer Republik abzielt. Also gewissermaßen eher von 1933 auf das Bauhaus guckt und gar nicht mit dem Enthusiasmus des Beginnens. Und eigentlich könnte man ja sagen, also das Dilemma besteht schon darin, dass diese Gesellschaft eigentlich gar nicht in der Verfassung ist, einen Reform- oder Aufbruchsimpuls wahrzunehmen, weil sie gerade erst sich ranarbeitet an die nächsten Aufgaben. Und eigentlich müsste man jetzt konsequent das Bauhausjubiläum verlängern von 1919 bis 1933 und also eine 14-jährige Projektphase einlegen. Die Museen sind da alle gebaut, ja. Um jetzt mal zu überlegen, was ist denn nun eigentlich der substanzielle Zukunftsgehalt des Bauhauses und was kann daraus eigentlich für diese Gesellschaft noch erschlossen werden? Also ich werfe das jetzt provokant hier in den Raum, um zu fragen, worin Sie den Stellenwert sehen und was die wesentlichen Inhalte bisher, die verhandelt wurden nach Ihrer Beobachtung, waren. Ich will jetzt nicht mit feine Sahne Fischfilet anfangen und ähnlichen Dingen, aber oder mit dem ungrässlichen Historienschrott von Lotte am Bauhaus und ähnlichen Dingen. Die Frage ist, was ist denn eigentlich für ein interessiertes Fachpublikum und für die allgemeine Öffentlichkeit mit diesem Jubiläum erreicht worden und wo sind wir eigentlich auch stehen geblieben oder was würden Sie noch weiter aktualisieren wollen, wenn denn jetzt die Institutionen und die Forschungsförderung und so weiter alles läuft? Oder ist das eine Aufmerksamkeitsökonomie, die eben wieder abschwillt? Und eigentlich sind die Möglichkeiten der Ressourcen, der Selbstverständigung vertan worden oder eben verjubelt worden? Ich hole ein bisschen aus. Na ja, wir haben ja in 2009 Weimar, Dessau und Berlin 90 Jahre schon gefeiert. Und das mit
einer zentralen Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, die ganz klassischen 14 Jahre von 1919 bis 1933 angeboten haben, aus allen drei Sammlungen zusammen das Feinste von Amerika, aus dem MoMA, Top-Leihgaben. Diese Ausstellung hatte einen sensationellen Erfolg von 166.000 Besuchern, ist danach ans MoMA gewandert, wo sie 450.000 gesehen haben. Danach sind wir gefragt worden, was wollt und könnt ihr denn überhaupt noch bei 100 Jahre Bauhaus machen? Ihr habt ja schon alles verjubelt. Wir haben uns gesagt, und in der Zeit war Philipp Oswald ja mit dabei und auch sehr aktiv in der Vorplanung des Jubiläums, dass es eine solche Wiederholung natürlich unter keinen Umständen sein kann und auch nicht nur die 14 Jahre, sondern eine Öffnung sein muss, und zwar eine Öffnung in die unterschiedlichsten Richtungen und eine Öffnung, die da heißt, es sind nicht nur die drei Bauhauseinrichtungen und es sind nicht nur diese drei Orte diejenigen, die jetzt beim Jubiläum die Ansage machen oder der Vorreiter sind, sondern das muss etwas sein, was in die Fläche geht. Deswegen hat sich der Verbund so gegründet, wie er sich gegründet hat, mit dem ehrgeizigen Ziel, alle 16 Bundesländer anzusprechen und zu gewinnen, hier mitzumachen. 11 von 16 haben mitgemacht, was schon eine ziemlich gute Quote ist. Bayern haben wir nicht gekriegt, haben wir sehr drum geworben, die wollten partout nicht. Okay, aber uns ging es darum, sozusagen in die Fläche zu gehen, um das Bauhaus und nicht nur das Bauhaus, sondern das Bauhaus als Teil der Moderne in die Erinnerung, in das Bewusstsein auch einer jüngeren Generation zu rufen. Und ich glaube, der Punkt ist sicher aufgegangen. Also wenn Sie schauen, was es alles in den Regionen an Initiativen und Projekten gibt, auch mit ganz starkem Identifikationscharakter, was die Architektur an den Orten anbelangt, dann muss ich sagen, da ist was passiert. Oder wo ist geforscht worden an den unterschiedlichsten Orten, von Krefeld über Oldenburg, viele, viele andere Orte mehr, die angefangen haben, sehr biografisch zum Großteil zu erforschen, was ist das Leben einzelner Bauhäusler gewesen, die aus unserer Stadt oder unserer Umgebung kommen, und da die breiteste Palette finden von Widerstandskämpfern bis zu aktiven SS-Leuten. Und das sind für mich die Überraschungen gewesen und das sind auch die Dinge, die anhalten werden, die nicht wieder verschwinden. Es ist ein bisschen schwierig zu diskutieren. Zum einen ist das Jubiläum ja noch gar nicht vorbei. Wir haben ja irgendwie halbe Strecke. So. Also insofern kann man jetzt schlecht eine Bilanz ziehen. Es gibt ja dann nochmal eine Veranstaltung, glaube ich, im Dezember im HKW. Dann geht es dann schon so ein bisschen besser. Dann ist man natürlich auch jeder von uns extrem befangen in den eigenen Dingen, die man macht. Also ich weiß es nicht. Ich will sagen, wenn ich es versuche, mal irgendwie zu sagen, in so einem Zwischenstand so für mich so ein bisschen zwei Sachen vielleicht herauszuarbeiten oder... Ich glaube, das eine ist, deswegen hatte ich mich damals auch und bis heute, ja, ich meine, sagen, mit dafür engagiert, da was zu machen, ist natürlich, dass man sagen kann, im so gesamtgesellschaftlich im Sinne von Agenda-Setting oder Themensetting bin ich natürlich dankbar, dass man mit dem Bauhaus eine Kulturerbe aus der klassischen Moderne, was auch mit dem gesellschaftlichen Anspruch einhergeht, in einem größeren öffentlichen Diskurs platziert. Neben den ganzen, weiß ich nicht, Friedrich II., Humboldts, Luthers und welche Ottos und sonstigen Figuren, die wir haben. Also wir haben ja einfach eine Frage, was wird sozusagen als nationales Kulturerbe verstanden, was gehört dazu, was ist da wichtig? Und da ist es natürlich schon auch eine Auseinandersetzung und eine Durchsetzung von Ressourcen und Aufmerksamkeit, so ein Thema zu platzieren. Und ich kann nur sagen, das ist zum Beispiel in Sachsen-Anhalt nochmal deutlich anders als aus einer Berliner Perspektive, weil dort erstmal die Landespolitik damit überhaupt gar keinen Bezug hatte und es wirklich viele Jahre intensivster Arbeit und Gespräche bedurfte, um die da mal aufzubohren. So. Jetzt ist mit Robra ein Minister da, der dafür einen Sinn hatte. Das war bei den vorigen Akteuren nicht so unbedingt. Mit seinen eigenen Schwierigkeiten aus meiner Sicht, aber immerhin sozusagen aufgeschlossen erstmal so der Gesamtthematik. Das ist sozusagen, und da kann ich kann es unheimlich schwer einschätzen, was das Jubiläum wirklich in der Breite bewirkt. Aber das ist sicherlich ein Aspekt, zu sagen, okay, das ist irgendwie so gesetzt. Und insofern hat das Jubiläum bestimmt auch eine positive Wirkung, als dass es das so ein bisschen einschreibt.
Das andere ist, gut, das ist jetzt auch so ein bisschen, wir haben ja auch so ein bisschen hier ein Rollenspiel, sozusagen, ich bin jetzt sozusagen irgendwie der Querulant vom Dienst, dass die Frage ist natürlich schon, von welchem Bauhausbild wir dann sprechen. Und da muss man sagen, da wird es natürlich tatsächlich für mich schwierig und deswegen mache ich dann auch so Projekte wie Marke Bauhaus oder mit den Kollegen zusammen diese Beerdigungsgeschichte, weil ich glaube, dass dieses Bild problematisch ist und es ist vielleicht auch schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also ich glaube, dass die Situation 2009 eine andere war. Also da hatten wir einfach andere gesellschaftliche Diskurse. Da war sozusagen, also wir haben ja sozusagen in den 1990er und 2000er Jahre sehr stark auch immer diesen Fetisch des Kreativen gehabt. Ja, also die Creative Industry, Creative City, Creative Class und so weiter, das ist in den letzten Jahren auch problematisiert worden von Rykajewicz und anderen. Und in ein solches Verständnis passt das Bauhaus natürlich hervorragend rein. Wenn ich jetzt sagen, heute ins Weimarer Bauhausmuseum gehe, ist natürlich genau das, was mir da entgegenspricht, ist dieses Kreativitätsversprechen. Ja? So. Das ist ein Diskurs, der war in den 2000er Jahren noch einigermaßen frisch. Heute, würde ich sagen, haben sich doch die gesellschaftlichen Situationen verändert. Dieses Beschwören der Kreativität hat sich so ein bisschen ins Leere gelaufen. Wir haben andere Themen, mit denen wir uns rumplagen müssen. Und da habe ich nicht den Eindruck, das ist jetzt mein subjektiver, persönlicher Eindruck, es gibt vielleicht eine ganz andere Sichtweisen darauf. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt verallgemeinern kann, aber ich kann nur sagen, nur meine Sichtweise darauf, dass neben trotz einem Aktualitätsversprechen, die dem Bauhaus immer zugeschrieben wird, ich nicht erkennen kann, dass es irgendwie in diesem Jubiläumskontext etwas gibt, was substanziell den Nerv der Zeit trifft bezüglich der Fragen, die uns plagen. So. Und da muss ich sagen, da hat sich was verschoben, da war die Situation in den 2000er Jahren dankbarer, vielleicht auch nicht unproblematisch, aber dankbarer, einfacher. Und da muss man sagen, na gut, dann ist es vielleicht auch, also ich meine, selbst jetzt hier, wenn man, den ich jetzt keinen guten Gewährsmann finde, aber hier Bo Menzel, der ja bei Ihnen da seine Dinge gemacht hat, was ich ehrlich gesagt kritisch sehe, selbst der hat ja so ein bisschen Zeitfühligkeit, der ist ja wie so ein kleiner Rienen Eckmann von Gropius. In dieser PR-Geschick, in diesem PR-Geschick, ich meine das nicht in anderer Hinsicht, in diesem PR-Geschick und der dann irgendwie sich ja schon in der FAS dann distanziert und sagen, okay, das Bauhaus ist eigentlich heute alt. Ja, so. Da hat er, glaube ich, so eine Zeitfühligkeit. Ich meine, er hat ja jetzt sagen, er läuft ja auf dem Bauhaus-Ticket seit mehreren Jahren bei Ihnen und auch anderswo. Ja? Also er hat das ja nun zur Breite für sich ausgekostet. Aber wo er schon so merkt, okay, so ganz hip ist es nicht mehr. Das war jetzt, will ich nur sagen, dass das sagen, etwa jemand ist, der sozusagen sehr modisch agiert, der das dann zum Ausdruck bringt und sagt, aha, das ist, also sagen ich nicht, dass ich jetzt ein Urteil so, sondern sagen, okay, da bringt einer was zum Ausdruck, was wahrscheinlich schon, wo eine Frage ist. So, das wäre sagen, jetzt sozusagen meine beiden Punkte. Ja, dieses generelle Themensetting, ja, also weil damit auch ein bestimmter Wertekontext verbunden ist, aber nicht so wirklich in den heutigen Diskursen. Uns teilt sicherlich hier oben auf dem Podium doch die Überzeugung, dass das Bauhaus in seiner Vielfalt, in seinen inneren Widersprüchen und Dynamiken doch so viel hinreichendes Potenzial enthält in der Rezeption als Anknüpfungspunkt, dass es für heute Fragen auch aktualisiert oder rezipiert werden kann. Und ganz offenbar, ich würde diese Einschätzung teilen, ist es in diesem Jubiläum bisher noch nicht gelungen, den Verknüpfungspunkt zu finden. Aber jetzt seien wir nochmal ehrlich, das ist doch ein bisschen... Ja, erzähl weiter. Nein, es ist so ein bisschen mühselig, weil doch, ich weiß nicht, wenn wir von euch die FAZ vorgestern gelesen hat, es gab jetzt so eine Humboldt-Tagung, ja, dann treten sie da auf und sagen, also Humboldt, der hat ja eigentlich schon irgendwie Anthropozän, Ökologie, Klimawandel, alles schon bei Humboldt da, ja. Ich meine, was immer, jetzt keine Ahnung, jetzt waren wir bei der Bauhauseröffnung in Weimar, dann spricht Herr Stierli, glaube ich, vom MoMA, ja, queer gab es auch schon beim Bauhaus. Also man kann, egal welches Thema, wir werden es dem Friedrich II., dem Humboldt, dem Luther, dem Gropius, werden wir jedes Thema irgendwie andienen können und irgendwie erklären können, warum die das irgendwie schon auf der Agenda hatten. Das hilft doch nicht weiter. Naja, aber das... Ja gut, das wäre jetzt ein Argument, das sozusagen in die Geschichte zu verabschieden ist, da weiter zu beforschen und fertig.
Man kann aber auch sagen, es hat irgendwie zentrale Knotenpunkte des 20. Jahrhunderts berührt in sozialer, politischer, ästhetischer Hinsicht. Es hat, war Gegenstand der Konfrontation, der Konkurrenz von systemübergreifenden Fragestellungen. Und es könnte durchaus anders noch Anknüpfungspunkte sein, als nur zu sagen, in jedem iPhone ist das Bauhaus. Also sozusagen es nur auf Technologie zu reduzieren. Also wenn es ums Ganze geht, das Bauhaus, dann geht es ja auch die Fragestellung, wie aktualisieren wir unsere Herausforderungen in ästhetischer und politischer Hinsicht und kann das Bauhaus anders als vielleicht andere Anknüpfungspunkte oder Schulen oder Ähnliches gehaltvoller als anderes einen Anknüpfungspunkt bilden. Es war ja doch erstaunlich, dass bis auf eine gewisse Ritualisierung des Gropius-Bashings, sage ich mal, oder der Dekonstruktion der historisch-kritischen Würdigung des Beitrags von Gropius, auch über die Rezeptionsgeschichte, über Winkler und die Geschichte des Bauhausarchivs und Ähnliches hinaus, es ja auch noch andere Anknüpfungspunkte gibt, also sozusagen die sozusagen noch nicht hinreichend aufgearbeitete linke Tradition des Bauhauses, die Querelen der verschiedenen materialistisch-marxistischen Deutungen, die das Geraten der sozialistischen engagierten Aktivisten des Bauhauses in die politischen Auseinandersetzungen der Sowjetunion, in den Ost-West-Konflikt und Ähnliches. Also da gibt es ja eine ganze Menge zu entdecken, wie ich meine, und auch hier und da vielleicht auch versucht habe beizutragen. Also es gibt ja noch einige Dinge daran zu entdecken. Ich wurde jetzt also sozusagen nicht in die Geschichte und quasi in die Vitrine zurückverdammen, sondern eher fragen, wie man sozusagen den Prozess auf Permanenz halten kann. Also nicht in diesem komischen Kreativitätsdiskurs, sondern eher der sozusagen Erneuerung von ästhetischer Kultur, die uns ja allen bevorsteht und dem wir uns stellen müssen. Und jetzt ist genau der Punkt gekommen und Anja Baumhoff möge bitte ein Mikrofon bekommen und Christoph Lieber hat sich auch gemeldet. Und hier ist die erste Bemerkung. Es gibt da noch ein Mikrofon, glaube ich, oder? Haben wir noch ein Saalmikrofon? Ja, fang nochmal an. Anja. Ja, es ist ja interessant und spannend, nochmal jetzt diese Fragen aufzugreifen und in die Bauhausforschung reinzugehen. Aber wir haben hier zwei Vertreterinnen und Vertreter der Institutionen sitzen. Und deshalb bin ich eigentlich heute Abend hier. Und ich würde gerne deine Frage, Thomas, von vorhin nochmal aufgreifen und würde sie gerne etwas anders stellen. Und zwar die Frage, was machen diese drei neuen Museen mit uns eigentlich? Wobei das vierte Museum ja das Museum der Moderne ist. Das ist zwar für Gegenwartskunst, aber hat ja auch als Museum der Moderne irgendwie muss es Bezug nehmen auf das Bauhaus in irgendeiner Art und Weise. Was macht das sozusagen mit der Forschung? Also wenn ich mir angucke, wie die Bundesländer Sachsen und Thüringen das Bauhaus dieses Jahr bewerben, dann erinnere ich mich zum Beispiel an diese ganzseitige Anzeige des thüringischen Ministerpräsidenten, wo er sagt, wir stehen dahinter. Also es ist nur sein Bild, man sieht ihn irgendwo, vor einem Schreibtisch oder irgendwo, ganzseitig und darunter steht Bauhaus sozusagen, wir stehen dahinter. Und lächerlicher kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Ja, und es rollt eine unglaubliche Welle von Vermarktung an, die sich sozusagen der Forschung direkt in den Weg wirft. Und im Gegensatz zu dir, Thomas, bin ich eigentlich der Meinung, dass wir das Bauhaus dringend historisieren müssen, weil wir immer noch alles sozusagen, die Gegenwart und auch das ganze 19. Jahrhundert durch die Brille der Moderne gucken, wo das Bauhaus gekommen ist und behauptet hat, sie seien sozusagen die Crème de la Crème. Das hat Seemann sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht bei der Eröffnung des Bauhausmuseums in Weimar. Da hat er eine Führung durch das neue Museum gemacht und hat die Impressionisten der sogenannten alten Malerschule gezeigt und hat gesagt, das war die sozusagen progressivsten Maler damals, nicht die Historienmaler in Berlin, sondern die Weimarer Maler, bevor das Bauhaus dann kam und ihnen erzählte, dass sie jetzt der Schrott von gestern waren. Wir müssen das Bauhaus historisieren und kritisieren und das wird immer schwerer, je mehr Institutionen wir haben, die dieses Bauhaus vermarkten und in den Dienst des Fremdenverkehrs stellen.
Das ist entsetzlich, ich halte das nicht mehr aus. Und darum bin ich auch froh, dass Frau Jeggi auf dem Attribut Archiv insistiert, weil da sozusagen noch ein Stück Forschung zumindest erstmal im Titel und im Anliegen der Sache auch noch drin ist. Ja. Christoph? Ja, da kann ich vielleicht ganz gut anschließen, aber ich würde das genau anders sehen. Ich würde sagen, es, die Stichwort Vermarktung nicht historisieren, sondern politisieren. Ja, nee, ich will das kurz begründen. Das Problem ist doch, ich würde das ein bisschen anders sehen als Philipp Oswald. Was gefeiert wird von allen Jubiläen der letzten 4 Jahre, ist sicher nach der Revolution, nach Luther, nach Marx und so weiter, ist das Bauhaus sicher das Erfolgreichste. Ich meine, eine 8-Seiten-Bild-Zeitungsbeilage wie jetzt am Wochenende hatten die anderen Jubiläen nicht gekriegt. Und was wird gefeiert? Es wird gefeiert als Konsens Kreativität, also utopisches Potenzial, Assoziationsreichtum und so weiter. Das wird doch sozusagen auch in den Interviews von Beteiligten hier vorne, wird das sozusagen weitergegeben. So, und das ist meines Erachtens, da könnte man jetzt verkürzt sagen, das ist ein neoliberales Dispositiv, ja, alle sollen kreativ sein, auch heute. Das steht zunächst mal, was nicht thematisiert wird, doch eminent queer. Fliel hat nur von Reformstau gesprochen, ich würde das anders sehen. Er steht doch völlig quer zu einer Diskussion über Jahre, wo Utopieverlust diskutiert wurde, wo keine Alternativen gibt es, ja? Tina-Prinzipien, ja? Sozusagen Mäßigung an utopischen Gedanken. Das ist doch eigenartig, dass wir eine Vermarktung haben mit Bildern, die der Realität, der Politik, die bürgerliche Politik, die Eliten haben keinerlei Projekte, haben keinerlei Fantasiepotenzial für Europa, für Globalisierungsgestaltung. Und beim Bauhaus wird das gefeiert. Das ist der erste Widerspruch, der nicht diskutiert wird öffentlich. So, und der fällt ja zurück auf die Bauhausgeschichte selber. Vorhin wurde gefordert, das finde ich völlig richtig fürs Museum, ein Laboratorium der Gegenwart. Weil was hat das Bauhaus gemacht? Das Bauhaus hat ja selber mit Ausstellungen versucht, in die Gesellschaft zu wirken. Jetzt wird dieser Vorgang wird faktisch verdoppelt und musealisiert und es wird ein vergleichbarer Vorgang wie damals, sozusagen Aufklärung in die Gesellschaft, in Wohnungsfragen, in Gestaltungsfragen, in Baufragen, wird nicht sozusagen diese Schutze genommen, sozusagen für die Gegenwart ein Laboratorium zu machen, um die Fragen Grund und Boden, ja, Verknüpfung, das läuft völlig parallel, Verknüpfung mit 50 Jahre neue Heimat, Münchner Ausstellung, wird nicht gekoppelt mit der Bauhausdiskussion, ja, der Niedergang der Gemeinnützigkeit, wohingegen sozusagen die Programmpunkte, das erste Manifest des Arbeitsrats ging mit Grund und Boden los. Das letzte Manifest, was Konrads in seinem Bändchen abdruckt, von 67 Ausstellung Heimat, Städte in Stuttgart, geht auch von den Architekten mit der Bodenfrage aus. Ach plus, ja, reproduziert das Interview mit Vogel über den Niedergang der Gemeinnützigkeit. Das heißt, diese Verknüpfung für ein Laboratorium der Gegenwart wäre Aktualisierung von Bauhaus und nicht eine Historisierung und eine Archivdiskussion. Das ist meines Erachtens die Herausforderung, vor der man steht. Man kann natürlich sagen, das Bauhaus ist Geschichte. Weil heute, um zum Schluss zu kommen, könnte man ganz provozierend mit meinetwegen Boltanski und anderen Forschern sagen, die ja mit der Künstlerkritik und der Sozialkritik kommen und sagen, der Kapitalismus ist so pfiffig und so dynamisch, dass er das vereinnahmt. Dann könnte man auch sagen, schon das Bauhaus ist im Grunde vereinnahmt worden als Projekt zur Gestaltung von der Industrie und von sich entwickelten Kapitalismus. Und das wäre dann die Herausforderung von heute, eine zivilgesellschaftliche Einwirkung zu diskutieren, vergleichbar dem Bauhaus, nicht als Nachahmung, sondern wie ich heute sozusagen gegen die Macht der Industrie, gegen die Macht der Institution und der Politik sozusagen einen ähnlichen Impuls aus der Zivilgesellschaft heraus in die Gestaltung, in die Lebensfragen der Gesellschaft transportiere. Das ist die Herausforderung und das wäre das Erbe von Bauhaus. Vielen Dank. Gibt es weitere? Dann machen wir hier oben weiter. Aktualisierung, Historisierung, Frau Jeggi. Für mich ist das Bauhaus historisch abgeschlossen. Das Bauhaus ist eine Schule in allererster Linie. Die Überlegung ist, welche Ideen und Gedanken haben das Bauhaus umgetrieben
die für uns heute fruchtbringend sein könnte. Das Bauhaus ist kein Allheilmittel. Wenn wir heute über Gemeinnützigkeit sprechen, ist es historisch gesehen ein bisschen schwierig, den Bogen zum Bauhaus überhaupt noch zu schlagen. Also ich wäre da vorsichtig in allzu engen Erwartungen und Hoffnungen, die immer und immer wieder in das Bauhaus hineingegeben werden. Ich erlebe das mit der Politik in einem ausgesprochen hohen Grade, dass man meint, die heutigen Probleme des Wohnraummangels könne man durch Zurückschauen vor 100 Jahren ins Bauhaus lösen. Ja, damit bin ich aber sehr oft beschäftigt und das kommt von der Politik in einem Ausmaß, wo man sich dann auch fragt, wie kommt das zustande? Warum müssen wir 100 Jahre zurückgucken in eine Zeit, die völlig anders determiniert war als unsere heutige Zeit, um Lösungen zu finden? Man kann ja auch einfach nochmal selbst diese Frage der Aktualisierung historisch gucken, ja? Und kann ja sagen, jetzt haben wir immerhin 100 Jahre Bauhaus, davon sind 86 Jahre nach der Schließung der Schule. Und wie viel hat denn sozusagen dieses Versprechen der permanenten Aktualität des Bauhauses an neuen Früchten getragen? Und dann ist ja die Ernte meines Erachtens nicht so üppig. So. Und dann kann man gucken und sagen, okay, für mich gibt es vielleicht zwei Punkte, wo es interessant ist. Das eine ist Black Mountain College, damit habe ich mich aber zu wenig beschäftigt. Das andere ist mit Ulm. Okay, da ist wirklich nochmal was passiert. Danach würde ich eigentlich sagen, nicht mehr. Und wenn man sich die Ulmer anguckt, dann haben die ja auch nicht gebrütet über dem Bauhauserbe, haben gesagt, okay, welche Schlussfolgerungen ziehen wir aus dem Erbe? Die haben sich an den Dingen der Gegenwart gerieben, auch an dem Wissen der Gegenwart. Die hatten das sozusagen, um überhaupt an das Geld zu kommen und auch an die sagen auch diesen Stellenwert zu kriegen, haben sie sich aufs Bauhaus bezogen. Auch natürlich Bill, seine Erfahrung war wichtig. Es war aber auch wichtig, dass sie den rausgekantet haben. Dann, also kommt eins zum anderen. Und es ist eigentlich auch sehr stark ein Abstoßungsprozess gewesen, der überhaupt das möglich gemacht hat, was Ulm dann dargestellt hat. So, ja? Also da muss man eigentlich sagen, wenn man sagt, wenn es ein Beispiel gibt, wo es sagen, eine produktive Auseinandersetzung mit dem Bauhaus gab, dann würde ich sagen, war sicherlich Ulm, ist für mich Ulm an erster Stelle zu nennen. Und das war eigentlich eher eine sehr kritische und auch abwehrende Haltung in einer hochgradigen Ambivalenz, aber nicht in einer, sagen, historischen Exegese. Das Zweite, was man vielleicht, also sagen, insofern will ich einfach sagen, die historische Erfahrung zeigt eigentlich, da ist auf diesem Wege ist da nicht so viel zu holen oder, wenn man sagt, Ulm in einer sehr anderen Weise, als man das vielleicht heute meint, es sein soll. Das Zweite, was ich sagen würde, ist, wir können ja sagen, das, was immer als diese Permanenzgedanke ist ja immer dieses doch fragwürdige Zitat von Mies, also das Bauhaus ist halt eine Idee, die nie, also sagen, die sagen, das ist also das, was wir sagen, diese Ewigkeit, die Gültigkeit. Da muss man sagen, okay, was sind denn die Ideen? Und wenn man in diese Ideen reinguckt, dann geht man bei jedem Thema in riesige Probleme, die man einfach mal diskutieren und reflektieren muss. Also wir haben das ja versucht, wir haben das dann leider in dieser konsequenten Betrachtung abbrechen müssen und sozusagen jetzt bei Projekt Bauhaus. Allein schon diese Anspruch mit Gestaltung Gesellschaft verändern, hört sich erstmal schick an. Super, die Gestalter entwickeln Utopien, entwickeln Ideen, wie das sein soll. Ja? Da muss ich sagen, tut mir leid, ich habe da ein Problem mit. Wenn ich Moholys Buch Vision in Motion lese und lese das Schlusskapitel, wo er beschreibt, es soll eine Weltregierung geben, die wird von einem Expertengremium beraten. Das sind die Top-Wissenschaftler und Künstler und die beraten diese Weltregierung, wo die Menschheit langgehen soll und sagen, das ist not my cup of tea. I don't want it. Ja? Also ist jetzt die Idee, dass die Gestalter der Gesellschaft den Weg weisen? Meine Fantasie ist das nicht. Und da muss man einfach sagen, ist das, das kann man in den 20er Jahren vielleicht irgendwie naiv geträumt haben. Man hat es ausprobiert, es ist oft genug schiefgegangen. Und man muss auch irgendwie mal aus diesen historischen Prozessen lernen und kann doch nicht jetzt einfach die Naivität, die in den 20er Jahren hatten, wieder reproduzieren nach 80 Jahren oder 19 Jahren. Das ist doch absurd. Muss man einfach mal sagen, okay, dann lasst uns mal den Sachverhalt angucken. Da können wir jede Frage, da können wir den Universalismus, den Fortschrittsglauben, das Verhältnis zur Technik, was auch immer nehmen oder auch diese Figur des neuen Menschen. Ich meine, in welcher Naivität wird es einem jetzt in Weimar vorgeführt? Als ob diese Idee des neuen Menschen nicht eine hochprekäre Figur ist, die auch im Faschismus da war und die eine hochgradige Ambivalenz hat. Wir sind begeistert davon, aber wir wissen auch, es gibt Abgründe und das können wir doch nicht einfach da so umarmen. Geht doch nicht. Das Dritte ist, die historische Relevanz wird auch komplett überbewertet. Jetzt irgendwie mal
wir müssen irgendwie mal ein bisschen runterkommen. Das waren ein Dutzend ziemlich guter Lehrer mit interessanten Schülern, 100 Schülern, die da über 14 Jahre getrieben haben. Die haben nicht das Rad der Welt neu erfunden. Es ist auch gar nicht zu erwarten. Die haben eine ziemlich gute Arbeit gemacht, ja. Aber das ist nicht die Revolution. Das ist doch absurd, diese Fantasie zu sagen, dass diese Truppe von irgendwie 150 Leuten das irgendwie die Welt verändert hätte. Das ist doch einfach ein totaler Stuss. Und da können wir doch sagen, zum Beispiel ganz konkret, was ist der Beitrag zur Wohnungsfrage des Bauhaus? Und ich bin ganz hart der Auffassung, der Beitrag ist nahe Zero. Der ist nahe Zero. Es gab andere Kräfte in der klassischen Avantgarde, die da wirklich einen Beitrag geleistet haben. Da können wir uns das in Berlin angucken, Otto Wagner und Taut, da können wir nach Frankfurt gehen, Ernst May. Da ist wirklich was passiert. Der Beitrag des Bauhauses geht gegen Null und der Beitrag, den es gibt, meines Erachtens, ist Hilbertseimer, den kennt keine Sau. Also das ist doch einfach, man muss mal einfach mal so ein bisschen, wie eine, braucht man mal eine Ernüchterungskur und sagen, muss man einfach mal die historischen Verhältnisse angucken. Ja, und vor allem, dass es eine Schule gewesen ist. Also da würde ich jetzt gerne noch mal einhaken. Die Erwartungen, was das Bauhaus alles an unglaublichen Erneuerungen hervorgebracht haben soll, muss man wirklich dahingehend relativieren. Es sind keine 150 Schüler, sondern 1300 wahrscheinlich insgesamt, macht nichts, aber es war eine ganz kleine Schule mit wunderbaren Betreuungsverhältnissen, von denen wir heute nur träumen würden. Der Wohnungsbau ist damals vollkommen anders und politisch gesteuert worden. Und man muss das Bauhaus innerhalb seiner Zeit sehen und nicht außerhalb seiner Zeit und daran dann auch messen, was für einen Beitrag es geleistet hat. Die haben sich beschäftigt mit allen anstehenden Fragen der Zeit im Wohnungsbau und sie haben ihre Schülerentwürfe produziert und ganz wenig auch tatsächlich gebaut und dazu gehören die Laubenganghäuser. Welche Schule baut denn heute Siedlungen oder Städte oder entwickelt die? Also da muss man wirklich auf den Teppich kommen und deswegen die Frage nach den Ideen. Welche Ideen sind dort entwickelt worden? Waren die tragfähig? Hatten die einen Zukunftscharakter? Haben die etwas schon erarbeitet, was später erst Realität geworden ist. Wenn wir dort ansetzen, dann fängt es an, interessant zu werden. Aber die unglaublich großen Erwartungen auf dieses Zauberformel Bauhaus, die ist wirklich manchmal schwierig. Und ich erlebe sie vor allem im Umgang mit Politikern, muss ich leider sagen. Ich versuche jetzt mal eine sozusagen vermittelnde Position einzunehmen und sage also, ohne anständige Historisierung keine Aktualisierung. Und gute alte Denkweise war ja, seine Erkenntnisinteressen offenzulegen, um sozusagen die neuen Fragen an die Geschichte auch auszuweisen und daraus möglicherweise auch Impulse zu nehmen, dass das Bauhaus nicht als Generator für alle Zukunftsfragen erhalten ist, ja völlig klar. Aber das vertiefende historische Forschung, zumindest die vorhin von mir auch angesprochenen Defizite, die dieses Bauhausjubiläum noch nicht zusammenhängend behoben hat, wie das Wirken des Bauhauses in Osteuropa in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen, wie den osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften etwa, die mit der Vorstellung herangegangen sind, in größeren Maßstäben auch moderne Gestaltung und soziale Gleichheit herzustellen. Das wäre zumindest mal näher zu untersuchen. Es gibt eben nicht nur die konsumistische, nachholende Modernisierung des Westens, es gibt auch eine unter anderen Programmatiken, auch als nachholend durchaus zu bezeichnende Modernisierung des Ostens, die immer abgebrochene Reformversuche mit beinhalteten, wo aber das Bauhaus als Tradition natürlich immer auch ein subversives Modell hatte und nie ein so warenförmiges, katalogförmiges, wie es in den versierten Kapitalismusdeutungen, dass alles heutzutage subsumiert sei, der Formlogik des Kapitals gerecht wird. Also ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge Anknüpfungspunkte. Und das Interessante ist, dass Philipp Oswald, der sich jetzt hier sehr deutlich mit Beifall geäußert hat, also ihm wurde Beifall zuteil, in unserer nächsten Ausgabe der Zeitschrift Henselmann, die sich dem Bauhaus widmet, da gibt es ein Bild dazu, vielleicht kann man das jetzt mal zeigen, das in den interessanten Artikel schreibt, was ist aktuell am Bauhaus? Und möglicherweise kriegt man da noch ein paar Anregungen,
die mich jeweils jetzt ermunterten, dieses Thema nicht völlig sofort zur Beiseite zu legen, sondern eine Brücke zwischen einer weiterführenden Historisierung und gleichzeitig der ja auch unabgeschlossenen Rezeptionsweise. Also die notwendige Fundamentierung zu sagen, das Bauhaus ist nicht die Moderne als Ganze, sondern ist eine deutsche Kunstschule mit den und den Absolventinnen und Absolventen und den interessanten historischen Kontexten und Netzwerken, die sie international enorme und verhältnismäßig große Wirkung entfaltet hat, heißt ja nicht, dass man sich nicht den Arbeitsweisen, den Ideen und den Konzepten stellt und vor allem auch der Vielfältigkeit und den abgebrochenen und dem Laboratoriumscharakter und dem kollektiven Produzieren und dem neuen Verhältnis von Lehrern und Schülern und so weiter. Also es gibt viele Anknüpfungspunkte, die möglicherweise doch im Bauhaus mehr also auf interessante Weise zusammenkamen, was in anderen Schulen der gleichen Zeit natürlich in Ansätzen anderer Mischung entstand. Wir werden jedenfalls, und damit leitet ja auch diese Bauhaus-Lecture-Reihe, die wir zusammen mit der Bauhaus-Universität in Weimar und der Henselmann-Stiftung veranstaltet haben, eine weitere Zeitschrift herausgeben. Sie können da alle noch die erste Variante mitnehmen. Wir lesen gerade Korrektur, die nächste Variante. Und dann gibt es auch noch ein zweites Bild, glaube ich, was also nochmal das Erscheinungsbild deutlich macht. Und wir werden in diesem Heft uns also einer Synopse der Hochschulen zuwenden und das Bauhaus also als Hochschule im Kontext der anderen Reformschulbewegungen zeigen. Wir werden uns auch mit den drei Bauhausmuseen beschäftigen und die erstmals im Größenverhältnis maßstabsgerecht mit den stadträumlichen Verankerungen und so weiter präsentieren, sodass also die Lust zur Anschauung und dann auch zur Kritik hoffentlich, natürlich zur produktiven Kritik, gefördert wird. Das alles ist möglich, weil Dieter Feseke, unser Gestalter, mit ganzem Enthusiasmus sich auch diesem Moment der Infografik zugewandt hat, also der Kombination von Bild- und Textelementen. Und wir werden deinen Beitrag haben über die Aktualität des Bauhauses und von Florian Hertweg einen Artikel, der sich mit der Bodenfrage beschäftigt. Also diese Themen, die hier auch gefordert wurden, sind da auf dem Schirm. Und ich hätte eigentlich doch die Hoffnung, dass es mit dem Bauhaus jetzt nach dem Jubiläum nicht zu Ende ist, sondern dass erstens die professionelle, die forschende, aber auch die öffentliche Auseinandersetzung anhält und dass man verschiedene Rezeptionsstränge auch sieht. Wie sehr das Bauhaus inzwischen auch schon zur Anrufungsinstanz geworden ist, um aktuelle Probleme anzusprechen und quasi als Begründungszusammenhang, sieht man daraus, das hat mich letztens als Henselmann-Stiftung einen Brief erreicht, einer Mieterinitiative oder Anwohnerinitiative hier in Friedrichshain, die also gewissermaßen die Kontinuität vom Bauhaus, DDR, Städtebau und der Abwehr von weiterer Nachverdichtung sozusagen direkt aufs Bauhaus gründen wollen. Und da ist also weiterhin auch Aufklärungsarbeit zu leisten, natürlich, was alles Bauhaus ist und was es alles aber auch Bauhaus nicht ist. Wenn jetzt keine weiteren Fragen Ihrerseits gibt, dann haben natürlich die Anwesenden hier noch, hier oben auf dem Podium natürlich vor allem Schlussworte. Aber der Kollege aus Bernau möchte sich gerne mal äußern. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Gumpel. Ich bin tatsächlich aus, Bernau. Geht das, ja? Ja. Bei allem Für und Wider, wo ich beiden Kontrahenten hier und dort auch gerne recht geben möchte, auch in verschiedenen anderen Dingen, da ich nun aus Bernau komme und ich mir auch gerade jetzt aktuell die Bauhausschule in Bernau genau angeguckt habe, die Führung dort mitgemacht habe, bin ich eigentlich mit dem, was auch vorgeführt wurde, so begeistert hinsichtlich der Weitsicht, die dort konstruktionell und von der Funktionsweise her verinnerlicht wurde mit den damaligen, bitteschön, zeitgemäßen Denk- und Baustoffweisen. Frage mich, ist da nicht auch die Frage beim Bauhaus wichtig, wie weitsichtig hier Architektur mit den notwendigen und möglichen und sinnvollen Fragen, wie die Menschen es brauchen, arbeitet und das als Zielstellung verwirklicht? Ist das nicht auch ein wichtiges Kriterium, was uns hier jedenfalls das Bauhaus vorgeführt hat? Ich könnte jetzt das Beispiel in Bernau dafür wirklich herhalten. Wie es entverwirklicht,
hier ein Ziel sichtbar gemacht wird und präsentierbar ist, bis hin zum zur Einwirkung in die Landschaft. Ja? Dass man das alles oder den einzelnen Punkt wie in der Schulraum, der dort konstruiert ist. Ja? Das sind ja unwahrscheinlich interessante Details, die durch viel Nachdenken und Weitsicht erarbeitet wurden. Das muss man doch irgendwo mit einbringen. Eine zweite Frage ist wegen der Verstetigung. Habe ich es vielleicht versäumt oder ist es auch noch vorgesehen, das Thema 100 Jahre Bauhaus vielleicht in Form von Briefmarken sichtbarer zu machen und mehr Ausstrahlung zu verleihen? Ich weiß nicht, ob es vorgesehen ist, ob es zu erwarten wäre. Ja, vielleicht mit den neuen Postwertmöglichkeiten. Mit den neuen Preisen, ja. Oder des nächsten Jahres oder wie? Ja. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Ich bin angeregt worden zu dem Thema im Jahre 1980, als die DDR Briefmarken herausgebracht hat. Und ich weiß als ehemaliger Briefmarkensammler, wie schwierig es ist, in die Thematik reinzukommen, dass man Briefmarken zu einem bestimmten Thema herausbringt. Wir haben in diesem Jahr die Volksschule, die rausgebracht wurde, ja, aber Bauhaus eben nicht. Ja, um das mal einfach zu formulieren. Die DDR hat 6 Briefmarken rausgebracht, 1980. Gropius bis, ja, sogar ein Ersttagsbrief dazu entsprechend. Die 50er Briefmarke ist dem Bauhaus Bernau gewidmet. Ja, genaue 50 Jahre nach 1930. Ja, also interessante Dinge sind dort publiziert worden. Und insofern hätte mich natürlich interessiert, bei dem Podium hier, was könnte denn auf den heutigen 6 Briefmarken drauf sein? Nein, ich höre hier durch Zwischenrufe, dass die Anwesenden hier oben auf dem Podium nähere Beziehungen, Bundespostminister gibt es ja nicht mehr, aber zur Deutschen Post AG vielleicht haben, Frau Jäcki. Nein, das ist das Finanzministerium, was Briefmarken herausgibt. Es ist auch eine herausgekommen, ich glaube eine 70-Cent-Briefmarke, eine einzige. Ich glaube, dass man zurückhaltend war, weil einfach nicht mehr so viele Briefe heutzutage geschrieben werden. Was das Finanzministerium sonst umgetrieben hat, kann ich leider nicht beantworten. Das sind Dinge, die ohne unsere Einwirkung oder unser Zutun vom Finanzministerium aus genauso die Gedenkmünze, ich glaube, für 20 Euro herausgekommen ist. Das sind Selbstläufer in den Verwaltungen. Und da gibt es einen Wettbewerb, der ausgeschrieben wird, ohne dass wir beteiligt sind. Und dann wird ein Entwurf gekürt und der wird dann gemacht. So, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Gut, also das Medium der Briefmarke als Popularisierung des Bauhaus haben wir jetzt verstanden. Und wenn das erwartungsvoll noch ansehen, Münzen sind nicht vorgesehen, Geldscheine auch nicht. Nein, es gibt da alles möglich. Es gibt auch eine Münze, ich glaube 10 Euro. 20 Euro, Entschuldigung. Also kann man alles auf der Website des Finanzministeriums sehen. Auch andere Länder haben schon solche Briefmarken hervorgebracht und Münzen. Unter anderem Tel Aviv. Ich wollte jetzt nochmal zu deinem Aktualisierungspunkt kommen. Also ich meine, wahrscheinlich teilen wir alle im Raum diese Sehnsucht, irgendwie etwas gesellschaftlich Sinnvolles zu tun mit dieser Frage. Ja, also das ist ja irgendwie diese Sehnsucht, was ja irgendwie dieses Versprechen, Bauhaus zu sein, zu haben scheint, die teilen wir ja auch. Da ist ja auch erstmal gar nichts gegen diese Sehnsucht, ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. Die Schwierigkeit ist eben halt, dass man mit einem nüchternen Blick mal gucken muss, hat da funktioniert, was hat nicht funktioniert, was würde man heute machen? Und dann wird es eine sehr komplizierte Frage. Und ich will da vielleicht noch 2 Sachen zu sagen. Das eine ist, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen sehr stark mit Tel Aviv beschäftigt. Und da muss man einfach sagen, das ist so schön plakativ, wie problematisch diese ganze Debatte ist, weil mit Tel Aviv sozusagen jeder versteht heute, das dritte Wort zu Bauhaus ist Tel Aviv. Das arme Tel Aviv hat mit dem Bauhaus so gut wie nichts zu tun. Und dieser Mythos, und das ist halt ganz symptomatisch, der Mythos verschüttet alles, was da eigentlich interessant ist. Ja? Das heißt, dieses Branding von Tel Aviv als Bauhausstadt ist nicht nur einfach ein kompletter Fake, der bestimmte Bedürfnisse der Israelis, der Deutschen und sonst wem bedient. Ja, es hat ja seine Gründe, warum das so kommt.
sondern es ist halt so, dass damit diese ganze Geschichte des Kibbutz, und da gibt es ja eine reale Connection, Kibbutz und Bauhaus, das interessiert einfach nicht. Jetzt kann man diskutieren, warum ist es so, aber das fliegt komplett, ist es aus der Wahrnehmung geflogen. Und auch die, wo jetzt wie Efrat jetzt ein Buch gemacht hat, Object of Zionism, sagen die Nachkriegsmoderne nach der Staatsgründung 48 bis in die 70er Jahre, da spielen die Bauhäusler durchaus eine relevante Rolle. Auch das interessiert keine Sau. Es gibt tausende von Touren in Tel Aviv zum Bauhauserbe. Das hat mit dem Bauhaus nichts zu tun. Und das, was von den Bauhäuslern da steht, guckt keine Sau an. Es ist irre. Es ist wirklich komplett irre. Ja? Aber das muss man einfach sagen, das ist so viel zu dieser Marken- und Mythenbildung, die hat sich sowas von verselbstständigt, dass eben überhaupt gar keine irgendwie auch historische Erkenntnis mehr möglich ist. Das andere, was ich sagen will, das werden wir jetzt heute Abend nicht schaffen, ich will deswegen jetzt mal anreisen. Wir stehen ja in einer, ich habe das ja vorhin schon mal so angedeutet, mit dem irgendwie, also ist es irgendwie jetzt noch frisch und was auch immer. Das ist ja, also wenn ich jetzt vielleicht nochmal den Aktualitätsbogen, also mich quält momentan diese Debatte, die da Eich Plus losgestoßen hat, weil ich sie etwas verfehlt finde. Also einfach deplatziert. Was dann so jemand wie Nikolaus und wahrscheinlich auch an Lin umtreibt, ist sozusagen also eben halt diese kulturellen Verschiebungen, die es gibt, sozusagen, die ja schon länger stattfinden, wo sagen eine moderne Haltung grundsätzlich in Frage gestellt wird und durch sagen konservative Modelle sozusagen oder konservativ sind die ja eigentlich noch nicht mal, aber durch andere Modelle sagen, ersetzt werden sollen. Ja, da hat man kulturelle Verschiebungen und das kann man ja sehen, das sieht man politisch, das sieht man kulturell, das sieht man im Architekturdiskurs schon länger und da ist ja schon interessant, darüber mal zu reden, wie würde man sich da heute positionieren, was sind da auch vielleicht die Fehler, die Moderne gemacht hat, was kann man daraus lernen, was ist dem zu entgegenzustellen, was da sozusagen sich stärker ausbreitet, was ich jetzt noch nicht majorisierend finde, aber trotzdem also eine gesellschaftlich relevante Kraft. Mich verstört zum Beispiel komplett, dass wir inzwischen ein Bundesbauministerium haben, was Heimatministerium hat und NRW und Bayern haben wir auch Heimatministerien. Was wollen wir damit sagen? Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Das wären Fragen, die mich dann interessieren würde. Und da kann ich auch das Thema Bauhaus mal einen Moment parken, dann kann man da wieder zurückkommen und sagen, okay, da sind wirklich kulturelle Verschiebungen im Gange. Über die müssen wir uns vielleicht irgendwie müssen wir uns dazu verhalten und dann können wir vielleicht dann irgendwann später nochmal da irgendwie wieder auch mit diesem Erbe, was irgendwie da eine Inspiration kriegen, weiß ich nicht. Aber da würde ich jetzt auf unsere Beiträge hinweisen, die versucht haben, das Bauhaus in der Ost-West-Rezeption zu rekonstruieren und deutlich zu machen, dass die Geschichte der Moderne eben nicht auf das auf die weiße fordistische Moderne, wie sie über Gropius auch doch stark gedeutet wurde, reduziert werden kann, sondern dass die ganze Krise der Moderne, die durch die Diktaturen verhinderte Selbstkritik der Moderne, die auch zu einer abstrakten sozusagen Verbarrikadierung geführt hat und dass gerade jene Gesellschaften, die frei von Diktaturen, also nehmen wir nur eben den ganzen Bereich außerhalb der Sowjetunion und Nazi-Deutschlands, also die skandinavischen, die osteuropäischen, die Balkan, Tschechoslowakei, die bis 1939 weiter die Moderne entwickelt haben, die also auch ein Stück gemäßigte, weiser werdende, vielleicht auch eine Rücknahme an bestimmten utopischen Gehalten und gleichzeitig aber eine Praktikabilität und eine Verallgemeinerung, eine gewisse Normalisierung der Moderne auch mit sich brachten, dass die in unserem Bild von moderne Geschichte, die über das blendende Bauhaus gebildet werden, gar nicht vorkommen, ganz zu schweigen, also von den gescheiterten Versuchen oder den prekären Versuchen, die sowjetische Debatte damit einzuführen, die ja auch als eine missratene Form der Selbstkritik oder Kritik an der Moderne interpretiert werden kann. Also ich glaube, dass die harten Fragen gerade in deine Richtung, wie du das auch angesprochen hast, noch gar nicht drinstehen, bis dazu, dass dann eben Gideon und andere eben auch 34, aber eben erst sozusagen den repräsentativen Charakter der Moderne und anderes wieder neu aufrufen. Und es gibt ja sozusagen auch im längerfristigen kulturellen Verständnis der 20er und 30er Jahre eine charakteristische Veränderung Anfang und Mitte der 30er Jahre. Und diese Debatte, die ist sozusagen über die Vertreibung des Bauhaus, über die dualistische Entwicklung, dass manche eben Opfer wurden, weil sie rassisch oder politisch verfolgt wurden oder eben andere sich andienten und adaptierten,
und durchaus ihre Konzepte auch dem Naziregime und anderen Diktaturen Mussolini zur Verfügung stellten, dass diese noch gar nicht bis auf den Kern weiter thematisiert. Das ist sozusagen Aha-Effekte, die sozusagen immer noch dagegen gestellt werden, aber es gibt kaum eine systematische Behandlung dieses Problems der Geschichte der Moderne. Und also insofern bleibt da noch viel zu tun. Da, glaube ich, haben wir eine ganze Menge auch mit unserem Buch zumindest angerissen und so weiter. Das wird jetzt vielleicht zu fachlich. Nein, Christoph Lieber möchte noch was ergänzen. Sehr, sehr gerne aus dem Publikum. Und Karin Wilhelm auch, sehr gerne. Naja, weil ich wollte da schon noch mal ein bisschen tiefer bohren und auch problematischer. Ich meine, diese 8-Plus-Debatte, das war der Einstieg mit dem, Oswald sagt jetzt kulturelle Verschiebung. Ja gut, es gibt Ordnung, Wunsch nach Ordnung, also von Teilen sozusagen jetzt im konservativen Bereich. Die Ordnung, die das Bauhaus vorgeschlagen hat, als soziale Utopie mit Gemeinschaftlichkeit, die ist ja geschichtlich, da bin ich ja ganz bei dir, die sind geschichtlich unterlaufen worden durch Individualisierungsprozesse, die der Kapitalismus ermöglicht hat. Alle Kollektivvorstellungen sind letztlich gescheitert an dieser Entwicklung der Differenzierung, die die Gesellschaft bietet. So, und das ist doch die Herausforderung. Und dazu steht doch dann das Feiern von Individualität, von Utopie, von Verwirklichungsmöglichkeiten in dem Bauhausjahr. Völlig quer dazu, sozusagen sich dem Problem, das, was dann diskutiert wird als Kosmopolitus, ja, ich kann Gauland nehmen, kosmopolitische Teile und die Teile, die sich an Ordnung halten. Ja? Und dazu müsste das Bauhaus-Jubiläum ja Bezug nehmen. Gerade wenn ich historisiere, dann muss ich mich doch dieser Grundproblematik stellen, dass sozusagen das Element der Gesellschaftlichkeit, der Sozialität, was in allen Manifesten der 20er Jahre eine Rolle spielt, unabhängig von den unterschiedlichen Schattierungen, dass diese Vorstellung von Gemeinschaftlichkeit, von der Gemeinschaftsküche, von Siedlungsstrukturen nur partiell verwirklicht wurde, fundamental sozusagen unterlaufen wurde durch die Vielfältigkeit, die der kapitalistische Markt selber zu bieten hat. So, und das finde ich eine Herausforderung. Und dazu jetzt sozusagen auf der Ebene der Feierlichkeiten, sozusagen jetzt hier das kreative Individuum zu feiern und die Leute in die Bauhausmuseen zu ermöglichen und sich damit anregen zu lassen. Ja, und dieser Kreativitätsdiskurs ist meines Erachtens hochproblematisch, weil er ja nicht aktualisiert wird durch ein Laboratorium der Moderne. Das meinte ich mit Aktualisierung. Mir geht es nicht, da bin ich völlig falsch verstanden. Natürlich ist das Geschichte. Aber die Herausforderung, wenn ich schon feiere, ja, und sozusagen nicht dann finde ich auch Ihre Auftritte in Interviews sozusagen nicht konsistent. Sie sagen jetzt hier, runterdämmen, das ist Geschichte, Schule, ja, aber in den offiziellen Statements wird gefeiert, Potenziale haben wir als Gesellschaft. Ja? Und das ist doch nicht, das ist doch bigott. Das heißt, wir müssen doch dann uns dem Problem stellen, dass das Bauhaus in der Zeit von außen als Zivilgesellschaft genau solche Potenziale in die Gesellschaft tragen wollte, zum Teil Erfolg hatte, zum Teil, das war meine These mit Boltanski, vom Kapitalismus selber aufgesogen wurde. Der Kapitalismus selber ist kreativ gewesen. Da brauche ich keine zivilgesellschaftlichen Institutionen mehr und da brauche ich auch keine Forschung mehr. Die Forschung war zum Teil kritischer. Sie haben ja selber vor 10 Jahren Mythos Bauhaus ein Buch gemacht, sehr verdienstvoll. Vor 20 Jahren wurde über Amerikanismus und Fordismus diskutiert und Bauhaus diskutiert. Ja? Heute wird Kreativität gefeiert, sozusagen bis zur Bildzeitung runter. Und das finde ich sozusagen den Elementen, die das Bauhaus einem gibt, für heute zu fragen, ist das noch sinnvoll, zivilgesellschaftlich aktiv zu sein oder überlassen wir das den Designern und den Entwicklungsbüros der kapitalistischen Industrien selber? Das ist doch die Herausforderung, vor der wir stehen. Und wo gibt es denn Schulen? Ja, alle reden von PISA und Bildungsrepublik. Dann muss konkret gesagt werden, wie denn unsere heutige Ausbildung sozusagen wenigstens diese Grundelemente fortführt von damals. Oder ob das überhaupt noch möglich ist. Und das wäre Aktualisierung in Verbindung mit Rückblick auf das geschichtliche Erbe. Nicht eine Wiederholung und Verdopplung, das ist gar nicht mein Plädoyer. Aber die Sache ist meines Erachtens viel ernster und deshalb ist mir das völlig unangenehm. Sozusagen, Sie
Kassel hat ja eine Ausstellung gemacht, Marke und und Vision. Er hat ja selber an der Documenta und am Vergleich von Documenta und Bauhaus ja gezeigt, dass diese Institutionen ja selber schon das Element der Musealisierung als Werbezweck eingesetzt wird. Und jetzt wird durch Museumsbauten wird das Ganze nochmal verdreifacht. Und die eigentliche Herausforderung, wie ich zivilgesellschaftlich in die Gesellschaft wirke, bleibt auf der Strecke. Dankeschön. Ja, also nach, kann man mich hören? Ja. Nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, kommt es mir ein bisschen kleinkrämerisch vor, was ich jetzt sagen wollte. Und zwar, ich finde es interessant, dass wir ein bisschen doch aus den Augen verlieren, dass es das Bauhaus eigentlich nicht gegeben hat. Ich glaube, am Anfang waren wir schon mal dabei. Dieser Kollektiv-Singular Bauhaus ist etwas, wovon wir uns verabschieden sollten. Das gehört mit zu dem Thema der Historisierung. Historisierung bedeutet aber auch, dass man sich darüber im Klaren wird, ob die Dinge, die da verhandelt wurden, ob die Dinge, die da verhandelt wurden, nicht nach wie vor Strukturen sind, mit denen wir selber zu tun haben. Und ich denke, dass es diese Verbindung sehr wohl gibt. Man kann sie ganz gewiss auf andere Weise heute lösen oder muss sie ganz anders lösen. Denn ein ganz wesentlicher Aspekt, ich habe es eben schon versucht, mit den Strukturen anzusprechen, ist tatsächlich etwas, worauf das Bauhaus eben auch andere Schulen reagiert haben, nämlich das, was wir unter Industrialisierung verstehen, beziehungsweise die Formen, in denen Menschen arbeiten und sich Umwelt aneignen. Und das sind Prozesse, die sind im Bauhaus oder in dem Bauhaus Phasen der unterschiedlichen Weise verhandelt worden. Und das sind Themenstellungen, die uns nach wie vor betreffen. Selbstverständlich tut es das. Insofern ist die Erinnerung an das Bauhaus oder an die Bauhäuser sehr vernünftig. Und es ist auch sehr vernünftig, dass man sich mit bestimmten Konzepten oder ideellen Überlegungen auseinandersetzt, nicht nur forschungsmäßig, sondern auch kreativ und im Handeln, im gesellschaftlichen Handeln. Allerdings glaube ich, dass es wichtig ist, sich in diesen Zusammenhängen auch nochmal darüber im Klaren zu werden, dass die Bauhäuser tatsächlich Konstruktionen sind, die wir auch hinterlassen haben, die durch die Rezeption konstruiert worden sind und in unterschiedlichen Phasen dieser Schule oder diesen Schulen auch Bedeutung beigemessen haben. Also ich kann mich sehr gut erinnern an das Jahr des Gropius-Geburtstages des 100. 1983 war das, oder? Da hat man sich gefragt, wer war denn das überhaupt? Das war die Zeit, in der die Postmoderne neue Maßstäbe versuchte zu setzen und einen ganz anderen Aspekt von Modernität diskutierte. Ich glaube, wenn man das aus dem Auge verliert, dass es immer wieder auch um Konstruktionen unserer eigenen Rezeption ist, dass Bauhäuser und das Bauhaus etwas ist, was durch Rezeption vermittelt worden ist und erkannt worden ist, dann habe ich den Eindruck, sind wir auf dem falschen Dampfer. Vielen Dank, Karin Wilhelm. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Geduld angesichts dieser tropischen Temperaturen, vor allem für jene, die über mehrere Veranstaltungen dieser Reihe gefolgt sind. Wir hatten jetzt, glaube ich, 10 oder 11 dieser Vortragsveranstaltungen. Unsere Bauhaus-Lecture mit dem Bauhaus-Institut in Weimar enden heute. Was nicht endet, sind die Bemühungen der Henselmann-Stiftung, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Wenn Sie sich informieren wollen, wie diese nächste Ausgabe zu erhalten ist, dann schauen Sie auf die Website der Henselmann-Stiftung. Sie haben auch hier die Gelegenheit, noch einzelne Exemplare der ersten Ausgabe mitzunehmen. Die Henselmann-Stiftung kann auch als Gast in Max-Lingner-Haus im Pankow auftreten. Nicht immer haben wir den Luxus und die Möglichkeit, hier zu sein. Wenn Sie solche Informationen noch nicht erhalten, dann tragen Sie sich bitte ein, dann können Sie daran Anteil nehmen. Wir würden uns jedenfalls freuen, auch zum Thema Bauhaus, auch nach dem Jubiläum, diese Diskussion mit Ihnen fortzuführen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.